catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah, little shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, no, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop you. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shot with a thing, I've been rolling with the same shawty. Ay, I ain't capping, I be lame, ain't nobody stop my game, shawty, wanna make it rain with me. Out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wartet, oh mein Gott, warte. So, jetzt sitle. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 27.10. 16.03 Uhr, Freunde. Eine sehr, sehr, sehr ungewohnte Uhrzeit für mich, um live zu gehen. Ihr seid trotzdem am Start, Freunde. Schreibt mal alle ein saftig knackiges Hi in den Chat, wenn ihr jetzt gerade am Start seid. Was geht ab, Rocker Cooper? Herzlich willkommen an die Ente. Was geht ab, PexM? Herzlich willkommen ebenfalls an... Ich habe hier ein paar Leute gesehen, aber wir müssen kurz warten, bis der Stream so richtig rausgeht an alle. Chris YouTube, was geht, moin moin. Rocker Cooper, Jason Neumann, was geht? Herzlich willkommen. Cool, dass ihr dabei seid. Dr. Krabs, was geht? Jasmin ist auch am Start. Jason Neumann, herzlich willkommen im Stream. Jason, nix bei dir. Bro, bei mir. Mir geht auch nichts. Herzlich willkommen im Streamerino. Was geht ab, Eskopien? Herzlich willkommen an dich. Freunde, freut mich, dass ihr alle am Start seid. Bei mir geht nicht viel ab, Freunde. Ich war ja jetzt die letzten Tage nicht live. Das letzte Mal live am Sonntag. Am Dienstag kam ein Video online und ich dachte mir, heute kommen wir mal wieder live. Ich hätte auch heute, Freunde, nochmal ein Video hochladen können. Ich hätte auf jeden Fall noch eins gehabt. Aber ich dachte mir, Freunde, heute mal wieder ein Livestream, weil so lange nicht streamen ist auch nicht cool. Erstens für euch, zweitens für mich. Macht einfach keinen Bock, so lange nicht zu streamen. Deswegen bin ich heute wieder live, Freunde. Ich habe unnormal Bock. Ja, ich würde sagen, Freunde, können wir eigentlich direkt in die erste Runde reinstarten, oder, Freunde? 0-3 Bayern ist Eskopien. Einerseits gut, weil dann kann ich im Achtelfinale Bayern schauen gehen. Andererseits bisschen schade für Barcelona. Aber ich meine, ganz ehrlich, so nach der Leistung haben die das verdient, sage ich dir ehrlich. Unser Bre-Stream. Was geht ab? Dennis live, moin, moin. Herzlich willkommen, Brudi. Moin Erik, was geht Erik, was geht Leon Littig, dich habe ich noch nicht gegrüßt, stimmt, genau. Also einerseits ja, also die Leistung von Barca gestern war ja bodenlos, genauso wie in den letzten Spielen, um ehrlich zu sein. Ich bin Merkel OG, perfekt. Kannst mich bitte adden, ich mag Kacke 78, Bro, adde du mich, ich nehme deine Anfrage an. Nikita Novikov, moin moin, was geht. Tim Kilic, was geht ab, moin moin. Boah, Freunde, wir haben diese Woche zwei Arbeiten geschrieben. Zwei Arbeiten standen diese Woche an. Sonst wäre ich vielleicht sogar, Freunde, gestern schon live gekommen. Weil normalerweise bin ich mittwochs immer live, aber es ging nicht, weil ich heute eine Arbeit geschrieben habe und mich da gestern ein bisschen drauf vorbereitet habe. Bevor ihr der Erste fragt, ich sag euch ehrlich, Freunde, die Arbeiten, die liefen gut. Einmal Deutsch, einmal Englisch, beides lief eigentlich ganz angenehm. Freunde, wenn ihr in meine Lobby wollt, sendet mir mal eine Beitrittsanfrage. Lasst mich hier ein paar Leute rein. Drei Leute, zack, auf entspannende volle Lobby. Du bist der Beste, du Ehrenmann. So, pass auf. Wir machen kurz die Lobby voll, dann geht's weiter. Neapel wieder geisteskrank gegen Rangers 3-0. Das ist krank, Neapel ist richtig gut. Allein bei dem Nachnamen flipp ich. Ich bin Beschützer, Superheld, Grün. Warte, Bro, das klären wir gleich, okay? Bitte nicht selber bestimmen, dass du Beschützer bist. Das werden wir gleich klären, okay? Das werden wir gleich klären. Wir werden erstmal ganz kurz, Freunde, hier einen Code reinmachen. Gucken, ob das Ganze klappt. Bitte alle mal bereit machen in der Lobby. Alle mal bereit machen. Oh, witzig. Sehr, sehr, sehr witzig, Freunde. Und zwar ist der Code jetzt gerade unbewusst genau der gleiche, wie das letzte Mal im Stream, als wir aufgehört haben. 1:1 der gleiche Code. Creed Skill Kappa schnell bereit machen, Bro. Danke. Ihr drei seid Beschützer. Euch drei habe ich jetzt hier eingeladen für die erste Runde beschützen. So. Also, Freunde. Code steht da. 9944. Modus Teams. Thema egal. Ich sauf kurz was. Saftisch.
Kannst du Mikro beiden? Natürlich kann ich das machen. Ich habe hier Push-to-Talk drin gehabt, weil ich gerade bevor das Stream gestartet hat, nochmal ein paar Leute in meine Lobby eingeladen habe. Und ich dachte, ja, ich mache einfach Push-to-Talk an. Wo ist es denn jetzt? Wartet mal, da muss es sein. So, jetzt solltet ihr mich eigentlich hören. Rein theoretisch müsstet ihr mich jetzt hören, oder? Eigentlich müsstet ihr mich jetzt hören in der Lobby. Sollte gehen. 7 Leute sind ingame schon drin. Digga, krank. So schnell schon so viele Leute. Wie geht's dir, Tim Killisch, Bruder? Ich sag dir ehrlich, mir geht's richtig gut. Also von der Skala von 1 bis 10, eine 9. Da wisst ihr warum, eine 9, Freunde. Normalerweise schon so eine 10, weil mir geht's echt sehr, sehr gut gerade. Weil ich weiß, nächste Woche geil, eine Woche Ferien. Aber Freunde, ganz ehrlich, ich bin minimal müde. Keine Ahnung. Mein Kopf, kennt ihr das, Freunde, wenn ihr ganz genau wisst, boah, ihr werdet so Kopfschmerzen kriegen. Genauso fühlt sich gerade mein Kopf an. Ich habe zwar noch keine Kopfschmerzen, aber ich spüre so hart, es werden bald welche kommen. Aber Freunde, solange noch keine da sind, sind wir hier aufentspannt. Happy Life und zocken ein bisschen gemeinsam. Freunde, schreibt gerne mal in den Chat, was habt ihr so die letzte Woche bzw. diese Woche komplett gemacht? Seit Montag, hattet ihr irgendwie eine Klassenarbeit oder irgendwas in der Art? Schreibt's gerne mal rein. Togi, moin moin. Weißt du, meine Schwester ist schwanger. Tim, da wünsche ich dir das Beste. Du wirst Onkel, gell? Du wirst Onkel dann, wenn du ein Junge bist. Ich denke mal schon wegen dem Namen. Ich denke mal schon wegen dem Namen. Ich wünsche dir wirklich das Beste, Bro. Glückwunsch und ja. Ich weiß nicht, was man da sonst noch sagen kann. Waveboard fahren, habt noch Ferien. Wakeboard oder Waveboard, Brudi? Gibt's Wakeboard überhaupt? Wakeboard. Wakeboard? Wakeboard gibt's nicht. Es gibt. Ah doch, Wakeboard gibt's sogar wirklich. Lol. Das ist das über Wasser, oder? Das ist das über Wasser. Oha, das sieht ja echt geil aus. Oha, du hast so Ferien. Was? Der hat noch Ferien. Wie läuft FIFA, Bro? Wirklich? Warte, ich muss hier einmal auf Holz hauen. Bruder, FIFA 10 von 10, Brudi. Ich habe jetzt die letzten Weekend Leagues immer mehr als 11 Siege geholt. Immer mehr als 11 Siege und ja, spielertechnisch auch ganz okay. Also ganz gut eigentlich. Sie ist schon im letzten Monat. Oha, krank. So lang schon. 12 Monate vergangen. 9 Monate vergangen. Wahrscheinlich ist man 12 Monate schwanger, man kennt ihn. Iron Dome Biologie, Junge. Nie war ich ein Freund davon. Was geht, Resi Gaming? Moin, moin. Herzlich willkommen, Bruder. Herzlich willkommen. Über Wasser gestern in 40 Minuten Klassenarbeit geschrieben. Bruder, ich habe heute 4 Stunden lang, 4x45 Minuten, eine Deutschklassenarbeit geschrieben. Rechne das mal zusammen. Das sind 3 echte Stunden, 3 normale Stunden. Warte, oder? 4x45 Minuten geteilt durch 60. Das sind 3 Stunden lang, habe ich einfach eine freaking Deutscharbeit heute geschrieben. Ich glaube, davon kommen auch so minimal die Kopfschmerzen. Aber Freunde, ich sag euch ehrlich, heute auf den Stream, ich habe richtig Bock, gemeinsam mit euch ein bisschen zu zocken. Ich habe mir auch vorgenommen, Freunde, heute einen chilligen zu machen. Also wenn irgendwie Streamstyle am Start sein sollten oder so, dann machen wir irgendwie ein bisschen früher Custom Games und gucken wir mal, was wir heute machen. Wird sehr, 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 sehr wild. Auch Johan, letztens FIFA ist so ein Drecksspiel. Ey, bei FIFA habe ich so Emotionsschwankungen. Mal sage ich, es ist ein Drecksspiel, dann plötzlich pusht mich das durch. Ach, keine Ahnung, ich check's echt nicht. Ich gehe nachher schlafen, muss wieder arbeiten. Boah, Brudi, wann musst du arbeiten? Um wie viel Uhr? Wann musst du arbeiten? Wie viel Uhr, Brudi? Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß. Kannst du Mikrofon Lautstärke anmachen und Bro, Mikrofon ist an. Also Ingame sollte bei Mikrofon an sein. Es wird ein Mädchen. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Herzlichen Glückwunsch. Ist was Tolles, sag ich dir ehrlich. Ist echt was Cooles. Also kann ich mir mal nicht schlecht vorstellen, sagen wir es mal so. Freunde, schreibt gerne mal alle rein. Also die, die es noch nicht geschrieben haben, ein paar Leuten habe ich ja schon geantwortet. Was habt ihr jetzt die letzte Woche so gemacht, die ganze Woche? Außer der eine, der Wakeboard fahren war. Schreibt es gerne alle mal rein, Freunde. Würde mich Safe Call interessieren. Und schreibt gerne mal rein, Freunde. Wie findet ihr jetzt Fortnite diese Season bis jetzt? Ich weiß, bald. Ja gut, was heißt da bald? Noch ein bisschen haben wir jetzt hier mit der Season zu kämpfen. 3. Dezember kommt dann die neue Season. Und Freunde, bald die Weltmeisterschaft Fußball. Ich denke mal, Freunde, viele von euch interessieren sich nicht für Fußball. Aber ich denke mal, jeder von euch sollte wissen, was die Weltmeisterschaft ist, dass die alle 4 Jahre kommt. Und mich würde es jetzt an der Stelle mal interessieren, Freunde. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Denkt ihr so, Deutschland wird gewinnen, Frankreich? Welche Klasse bist du? 11. Noch ein Jahr, nachdem man damit fertig. Darf ich mit dir heute die Custom Games machen? Kann wieder auf PC spielen, deswegen und ja. Bro, wenn du willst, ich kann dich auf diesem Epic Games Account adden und dann können wir miteinander reden, während du am Zocken bist. Das können wir gerne machen. Weil ich habe Bock, über den Epic Games Account zu machen, weil ich habe halt die Gelegenheit von Epic Games sowas zu machen und ich würde das halt schon gerne nutzen. Weißt du, was ich meine? Alois Münz, herzlich willkommen, Bro. Freut mich, dass du da bist. England, du sagst ernsthaft, England gewinnt. Boah, Freunde, wer von euch ist Fußballfan? Die Leute, die Fußballfans sind,
Habt ihr gesehen, was gestern abging? Gestern Champions League Konferenz, das war brutal. Gestern 90. Minute plus 6, der Schiri hat abgepfiffen, Spiel zu Ende. Plötzlich wird er angerufen, beziehungsweise wird er angepiept von diesem VAR, von diesem VAR Assistant Referee. Und dann gab es nach Abpfiff noch einen Elfmeter für den Gegner. Der Schiri hat schon abgepfiffen, aber hat trotzdem nochmal einen Elfmeter gegeben für Atletico Bades. Der ist ja so krank gestern. Oder Tottenham schießt in der 90. plus 6 ein Tor und dann war das einfach abseits. Ey, das war so krank gestern, die Konferenz. Gestern Fußball war echt krank. Ich hatte gestern auch Fußballtraining, Freunde. Schreibt gerne mal rein, habt ihr auch so Fußballtraining oder irgendein anderes Training? Macht ihr irgendeinen Sport? Schreibt es gerne mal rein, Freunde, würde mich interessieren. Ja, Rocker, das können wir machen. Das ist okay, können wir machen. Ja, gegen Leverkusen. Niederlande gewinnt WM. Na, Bro, ich weiß nicht. Niederlande hat schon ein gutes Team, aber man darf sich darauf nicht so verlassen. Perfektes Beispiel, Van Dijk. Van Dijk, Niederlande, der ist schon gut, aber ich finde den Liverpool, der geht gerade ein bisschen, ich will nicht sagen, der geht unter, aber der zeigt halt nicht so richtig alles, was er kann. Er kann viel mehr, als er in Liverpool zeigt, sagen wir es mal so. Schwierig. Aber Liverpool, Niederlande ist echt, ja, eine gute Chance. Was bekomme ich, wenn die gewinnen? Es kommt, die gewinnen sowieso nicht, Bro. Die gewinnen sowieso nicht. Also ich tippe mal, Freunde, ganz klar, entweder, also was ich mir wünschen würde, sage ich euch, wie es ist, ist, dass Serbien gewinnt, mein Heimatland, ganz klar. Was ich aber denke, wer gewinnt, ist, was weiß ich, denke mal wirklich so, Frankreich glaube ich nicht, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich denke wirklich, Ja, schwierig. Brasilien vielleicht. Brasilien kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie. Also Brasilien kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht so weit kommen. Also ich denke, die kommen locker Halbfinale, Finale. Oder Argentinien. Argentinien, Portugal, Brasilien. Irgendeiner von den drei wird's. Frankreich glaube ich irgendwie nicht. Die sind zu schwach als Team. Ansicht, ja, natürlich, die haben klassische Fußballspieler Frankreich, keine Frage. Hier, Mbappé. Allein der ist schon echt krank, aber der kann nicht zusammenspielen mit den anderen. Neben Kingsley Coman und wer auch immer da alles ist in der französischen Nationalmannschaft, der kann nicht zusammen mit denen spielen. Mbappé ist so ein Einzelgänger. Und es geht einfach nicht. Was geht, Brudi? Faceback you, moin moin. Ich habe eine Frage. Freunde, wenn ihr Fragen habt, dann ballert die einfach in den Chat rein, okay? Egal, was für Fragen ihr habt, einfach in den Chat ballern. Wir probieren hier ein paar zu beantworten und werden auch viele beantworten. Ich meine, ich war jetzt in längere Zeit nicht mehr live. Ich komme nach der Runde auch dazu. Zockerwarte, sehr nice. What's up? Was geht ab, Pamude? Moin, moin. Was geht? Herzlich willkommen an alle, die jetzt hier in den letzten Minuten neu reingejoint sind in den Live. Freut mich sehr, wirklich. M&M Ben, moin, moin, was geht? Du Maschine, Bro. Du Maschine. Niederlande ist so underrated. Ja, Bro, aber wie bereits gerade gesagt, ja. Seit wann zockst du Fortnite? Ich zock Fortnite seit ganz am Ende Season 2. Ich glaube, da habe ich mich sogar einmal eingeloggt, um mir diesen Blaumütze zu holen. Aber so richtig, aber so richtig aktiv angefangen habe ich dann Season 3. Da habe ich mir auch Battle Pass und alles gekauft und da habe ich komplett durchgesuchtet. Ich weiß nicht, warum ich den Skin jetzt gerade ausgewählt habe, Freunde. Das war ein kleiner Fehler. Ich habe ein bisschen gefettfingert, zeige ich euch ehrlich. Nehmen wir mal irgendeinen Halloween-Skin, Freunde. Ganz ehrlich, bald kommt Halloween hier und ich habe keinen Halloween-Skin. Das ist schon frech. Nehmen wir das und eine geile Spitzhacke. Nehmen wir vielleicht noch, das passt eigentlich richtig gut so zu Halloween. Wie so ein Henker. Oder das da hier. Boah, das sieht auch geil aus. Nehmen wir mal die, komm. Ich glaube, ich habe mit der noch nie gezockt. Wer hat bis zu 17? Die haben Belgien schon zerstört, zweimal vor ein paar Monaten. Skopien, schau mal, dann könnte ich auch begründen, Serbien, die haben zweimal Portugal zerstört und werden nicht gewinnen, das weiß ich, aber ich werde sie so sehr supporten und gucken wir mal. Du hast mich blockiert, dann hat es bestimmt einen Grund. Wie heißt die Musik, die du am Anfang und am Ende vom Stream hast? Das ist Yes Sir, heißt das Lied von Rarin. Also R-A-R-I-N ist der Protagonist. Und das Lied heißt Yes Sir. Danke, Rocker. Rocker hat es gerade reingeschrieben. Also, Bro, die Nachricht gerade von meinem Moderator, von der blauen Person, das ist richtig, was der da reingeschrieben hat. Kannst du Tipps geben, wie ich viel Views bekomme? Fangen wir an, Livestreams zu machen. Faceback, ich sag dir ehrlich, Views sind ehrlich gesagt zweitrangig. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Und ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwer oder komisch zu verstehen.
Aber ich finde, an erster Stelle beim Livestreaming steht, dass man, also erstmal so ein bisschen die Qualität von allem. Weil wenn du irgendwie keinen Titel hast, kein Vorschaubild und so, dann ist es natürlich erstmal nicht so ansprechend. Also an erster Stelle steht die Qualität, ganz klar. Und wenn du dann auch später, keine Ahnung, viele Views oder so haben willst, dann musst du natürlich erstmal auf so Nebensachen, oder das heißt ja Nebensachen, auf so Hauptsachen wie Qualität und so achten. Aber ich sag immer, Views sind echt zweitrangig, ob ihr es mir glaubt oder nicht, Freunde. Aber ihr habt es auch sicherlich gemerkt, wir hatten damals viel mehr Views, als wir jetzt haben. Und mir ist im Endeffekt egal, solange ich Spaß an der ganzen Sache habe, ziehen wir das Ganze durch, Freunde. Und das ist doch das Wichtige, oder nicht? Das ist doch im Endeffekt jetzt hier das Wichtige, oder nicht? So, Freunde, wir gehen hoch zu diesem Schneeberg. Also hier oben alle mitkommen. Ich habe es jetzt ein bisschen spät gesagt, aber stellt euch einfach dort in einer Reihe oben auf. Kommt nicht mit, okay? Also wer bei mir da unten mitkommt zu diesen zwei Basen, der wird halt getötet. Den muss ich halt töten. Boah, Chat, ich habe zur Mittagspause. Ich hatte eine Stunde Mittagspause, weil wir haben ja vier Stunden lang diese Klausur da in Deutsch geschrieben. Und dann habe ich mir zu Mittag in einer Stunde ein halbes Hähnchen gegönnt. Richtig lecker gewesen, ein halbes Hähnchen. Und 600 Gramm Kartoffelsalat. Junge, ich schwöre, ich war kurz vorm Kotzen. Mir ging es gar nicht gut nach dem Kartoffelsalat. Das Ding ist, ich und mein Kumpel machen immer so, wir gönnen uns ein Hähnchen. Und bei diesem Hähnchen, man, kostet halt Kartoffelsalat echt viel. Ist halt einfach so, kostet einfach richtig viel. Und dann gehen wir immer in den Laden rein, holen uns dort Kartoffelsalat und essen den dann bei dem Hähnchenmann. Und dann haben wir uns heute so eine 1-Kilo-Packung gegönnt. Und wollten wir eigentlich Hälfte-Hälfte machen. Mein Kollege konnte dann aber gar nicht mehr nach 400 Gramm. Und da waren noch 600 Gramm ungefähr übrig. Und ich habe dann 600 Gramm Kartoffelsalat weggefetzt, Junge. Ich schwöre, ich hätte fast gekotzt. Das war, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, Junge, was für ein Hund ich bin. Einfach 600 Gramm Kartoffelsalat. Ja, hier ist eigentlich der, wo wir gesagt haben, Bro, du darfst nicht beschützen. Aber wir lassen ihn jetzt beschützen, wenn er schon... Achso, Bro. Okay, stopp, Ausnahme. Es ist Tokyo Leonard, der darf beschützen. Weil er sonst nicht mitspielt. Aber alle anderen Freunde bitte mitspielen. Tokyo Leonard, der im grünen Superhelden-Skin, alles gut. Okay, ich habe gerade komplett Brain AFK vergessen, dass du das bist, Leonard. Hat jemand von euch ein Dings? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Amogus. Was geht, Beauty Girl? Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir, Beauty Girl? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Moin Moin, Xanatos. Xanatos, der griechische Gott. Bestes Argument. Wann hast du Geburtstag? Am 7.7. werde ich 18, Bruder. 7.7. Am 7.7. nächstes Jahr werde ich 18, Bruder. Einfach 18, Junge. 18 Jahre. Oh mein Gott. Gefährlich. Das ist gefährlich. Moin, was ist los, Sabrina? Warum so traurig? Sabrina war auch ganz traurig unterwegs. Das war's komplett. So, zack, 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 zack. So. Mir geht's gut und ihr Beauty Girl, mir geht's auch exzellent. Aber da ist ein Stream-Sapper. Ben Maxime, moin, moin. Was geht? Herzlich willkommen. Freunde, stell dich mal alle in einer Reihe auf. Ich sehe hier schon ein paar stehen. Und Beschützer, verteilt euch ein bisschen an den Treppen, okay? Geht einfach an jeder Seite so ein bisschen hin und dann geht's los. Und der sympathische, Dankeschön. So, Beschützer einfach ein bisschen verteilen an den Treppen. Ich fange an zu bewerten von rechts nach links. Thema ist egal, das heißt alles, was jetzt hier an Themen dabei ist, ist okay. Du bist weiter. Die Kombo ist echt geil, habe ich noch nie gesehen. Du bist weiter. Sieht auch geil aus. Du bist weiter. Da ist kein Set. Sieht mir echt sehr nach einem Set aus, aber ich glaube, das ist kein Set. Du bist weiter und du bist halt, ihr seid alle weiter, heftig, wirklich heftig, gefällt mir. Tanzt mal, macht mal eure Emotes, hast schon undercovers nicht. Alle mal tanzen, Freunde. Ich werde gepickaxed, achso, der gibt mir Metz, okay. Zu wild, ja, ist zu wild. Alle, das ist ein Set. Sets lassen wir nicht weiter. Also Freunde, Sets kann ich leider nicht weiterlassen, ist aber so eine grundlegende Regel, die ich immer habe. Das gefällt mir sehr, also ich finde das echt ganz cool. Der ist so ein bisschen am Tanz, ist okay, kann man auf jeden Fall durchlassen. Finde ich nicht so passend, keine Ahnung. Gibt's viel coolere? Das ist aber nicht dieser eine Santa, oder? Das ist nicht dieser eine Santa, der selber YouTuber ist, der hier gefühlt seinen ganzen Monatslohn mal gespendet hat. Oder das ist nicht dieser Santa? Ist okay, aber ich finde den Emote echt geil. Aber ich finde, keine Ahnung, nicht so passend so richtig. War einfach so random. Hätte man theoretisch zu jedem Skin machen können. Gritty, ist okay, du bist weiter. Bist auch, ja, wobei, ja doch, du bist weiter. Du bist auch weiter.
Boah, der ist schon nice. Der ist witzig, interessant. Du bitte tanzen. Mhm. Ist okay. Ist auch geil. Ist okay, aber ich fühle den irgendwie nicht so. Also gibt's coolere. Du bitte tanzen. Okay, kann man einen Safe Call machen. Und der macht gerade einen Emote, den ich glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Alter, wie krank ist das denn? Woher kommt der Emote? Weiß es jemand, Chat? Der ist ja echt geil. Bruder, 10 von 10. 10 von 10, ehrlich. So, wir gucken mal, was die Zone macht. Zone ist am Arsch der Welt. Ich würde sagen, Freunde, kommt mit dem Jumppad mit in die Zone. Jumpen wir einfach mal alle in die Zone. Yalla, Freunde. Alle mitkommen. Ich heiße Fortnite Joe Mama. Bro, ich wollte dich gerade annehmen, aber leider ein bisschen spät. Der ist neu, der ist richtig geil, der Emote. Soll ich machen, Bruder, wenn du willst, wenn du Zeit hast, wenn du Bock hast. Dann wäre cool. Erste Runde brauchen wir eigentlich keine Undercovers, aber nächste Runde brauchen wir Undercovers, weil ich glaube, da kommen ein paar Streamsniper dazu. Das wird dann nicht mehr so feierlich. So, einfach mal mitkommen in die Zone, Freunde. Einfach mal alle mitkommen in die Zone. Kotoyoya, was geht, moin moin. Jay, ich bin einfach nächstes Jahr mit der nicht mit der ganzen Klasse, mit ein paar aus der Klasse, einfach in Spanien, Klassenfahrt, wenn man es so nennen kann. Einfach in Spanien, Freunde, eine Woche lang. Ey, es wird so geil, ich habe so Bock, glaubt ihr mir nicht. Was geht, Kotoyoya, du Maschine, herzlich willkommen. So, ab geht's, Freunde, in die Zone. Freunde, kurze Frage an euch, okay, gerade jetzt, wo Kotoyoya am Start ist, also, so bin ich auf die Idee gekommen. Ey, Bro, pickaxe mich bitte nicht, okay? Ich finde deine Mode echt geil, aber muss mich nicht pickaxen. Kurze Frage, Freunde. Findet ihr das cool, wenn wir manchmal so Stream-Ausschnitte als Videos hochladen? Ihr habt's ja gesehen, Freunde. Am Dienstag habe ich ein Video hochgeladen, wo wir den einen Stream-Ausschnitt haben, wo wir Custom-Games gemacht haben. Und schreibt mal gerne rein, Freunde, in den Chat, ob ihr das cool findet, dass wir das mal immer wieder machen, so als Video. So nochmal eine Zusammenfassung von Custom-Games. Ich finde es eigentlich ganz cool, Freunde, für die Leute, die nicht dabei waren. Oder nochmal für die Leute, die dabei waren, einfach nochmal so die ganzen verschiedenen Sichten zu sehen. Schreibt's gerne mal rein. Amir hat immer recht, was geht? Hast du den Namen geändert, Bro? Hast du den Namen geändert? Herzlich willkommen, Brudi. Freunde, kommt mal alle her, okay? Warte, wir machen den Busch kaputt. Kommt mal alle her. Macht mal... Ey, ey, Killer Chicken! Chicken! Macht mal alle euer Spray auf den Boden. Alle mal euer Spray auf den Boden machen. Das ist cool, okay. Dann, also ich werde es natürlich jetzt nicht übertreiben, aber ich finde es auch ganz cool für die Leute, die nicht dabei waren. Die können sich das dann reinziehen, gucken, wer hat gewonnen, wie sind die Runden verlaufen. Ich finde es immer ganz cool und deswegen denke ich mal, können wir es in Zukunft auch immer mal wieder so machen. Wie gesagt, nicht jede Woche, aber so, ja, immer mal wieder. 1 gegen 1 heute vielleicht, müssen wir mal gucken. Lovi stinkt. Ja, das weiß ich, Bro, nein. Lovi ist ein Ehrenmann. Lovi ist echt ein Ehrenmann. Ich kenne Lovi schon so lange. Lovi ist echt ein Ehrenmann. So, Freunde, macht mal alle kurz einen Spray auf den Boden, bitte. Alle kurz einen Spray auf den Boden machen. Das war keine gute Idee. Jetzt habt ihr hier, glaube ich, ein paar Leute, oder? Eingesperrt. Ja. Ein paar Leute eingesperrt. Let's go. Macht kurz euer Spray auf den Boden, stell dich drauf. Fangen wir an, okay? Fangen wir an. Fangen wir, ja, oder machen wir hier einfach schnell durch. Ja, ist okay. Ritter, ja, das ist schon ganz gut. Das ist schon geil, ich verstehe ihn komplett. Ich finde, es passt leider nicht. Ey, Bro, schade, ich habe dein Emote anders gefühlt. Dein Emote war ja echt krank. Ich finde, es passt jetzt leider auch nicht mehr so sehr. Gucken wir weiter, du bist weiter. Du bist weiter. Du bist auch weiter. Ihr seid alle weiter und du... ist okay, aber ich sag dir ehrlich, das flasht mich irgendwie nicht. Ich finde dieses Feuer, ja, natürlich, das passt zu dir, aber dieses Eis hier oder das Blaue da hat jetzt in dem Fall gar nicht zu dir gepasst. Und der Rest ist okay. Du bist, ja, oder vielleicht du, weiß ich nicht, aber der Rest ist echt okay. Also ihr seid alle okay. Ihr dürft auch alle weiterkommen nochmal in die Zone. Ey! Was ein Ehrenmann! Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön, Bro, für die Kanalmitgliedschaft. Luca Siebot. Was ein Ehrenmann. Er gönnt sich... Hört man die Musik gerade? Also sollte man schon. Ja. Luca Siebert, Dankeschön für die 1 Euro Kanalmitgliedschaft. Ehrenmann. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Bro, du hast jetzt heftige Vorteile, gell? Du hast jetzt richtig kranke Vorteile. Du darfst immer in die Lobby kommen. Du hast so viele geile Vorteile, Bro. Du darfst immer in den Chat schreiben. Hast richtig geile Sticker, die du in den Chat schreiben kannst. Also, Bro, herzlich willkommen. Freut mich, dass du in der iStarter Army bist. Kuss geht raus.
So, dann würde ich sagen, Freunde, und natürlich supportest du mich, keine Frage. Also Mitgliedschaften, Freunde, supporten mich auch sehr. Zack, 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 komm schon. Bisschen Metz, Freunde, dann bauen wir hier schnell diese Sticker-Plattform auf. Ich glaube, das reicht auch schon hier, zack. Dann machen wir hier einfach. Und es muss ja auch gar nicht groß sein, ich denke, das reicht auch schon. 12 Leute. Stell ich mal alle kurz in einer Reihe auf da oben. Alle mal in einer Reihe aufstellen da oben. Zack, 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 zack. Sehr stark. Wer auch immer gerade unten zubaut, sehr gut. Heute Custom Safe Call. Jeden Tag, also jeden Stream immer Custom Games. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Als ich das letzte Mal kein... Ey, Digga, was für einer. So, alle mal aufstehen in einer Reihe. Und macht einfach mal eure Sticker. 600 Gramm Kartoffelsalat habe ich mir zum Mittagessen reingefetzt. Und ein halbes Hähnchen. Chat. Und ein halbes Hähnchen. War lecker, war ehrlich lecker. So, bitte Sticker machen. Okay, der macht... Okay, warte. Gucken wir erstmal so an, die mir gar nicht gefallen. Irgendwie weiß ich nicht, aber ich finde den nicht so nice. Bin ich dir ehrlich? Togi! Oha, der ist dabei. Ich finde den okay. Die finde ich mir auch nicht so nice. Der flasht mich gar nicht. Und von den drei, ich finde die Katze ehrlich heftig. Und den Ritter, ich finde den Ritter auch geil. Den da hier finde ich jetzt nicht so nice. GG. Dann würde ich sagen, der erste hier und der zweite, ihr seid beide im Finale. Fettes GG. Bitte der eine auf die eine Seite, der andere auf die andere Seite und dann macht nochmal ein schönes Dance-Battle. Ice Tea oder Energy? Boah, Bruder, das ist eine gute Frage. Ich sag dir aber ehrlich Energy. Weil, Ice Tea ist zwar lecker, aber manchmal brauche ich echt so ein Energy. Zum Beispiel heute nach 4 Stunden Deutschklausur habe ich mir ein Monster Energy Ultra, diese weiße Edition, reingeballert. So lecker. Der weiße Monster, bester, wirklich. Der beste. Chat, ich glaube, wir machen nichts falsch, wenn wir die Katze hier in der ersten Runde gewinnen lassen. Ich würde auch sagen, ich entscheide mal selber erste Runde, weil die Combo ist einfach krank und fettes GG an die Katze hier. Fettes GG. Mir hat alles gefallen, wirklich. An der Katze hat mir alles gefallen, keine Ahnung. Chat, was sagt ihr? Was mögt ihr mehr? Mögt ihr mehr Ice-Tea oder Energy? Ice-Tea auch geil. Ice-Tea also wirklich auch geil. Aber ich würde Monster, nicht Monster, allgemein Energy vorsetzen. Soldier Rabi, fettes GG, Bro. Amir, was sagst du, Bruder? Ice-Tea oder Energy? Luca, natürlich. Luca Siebert, natürlich darfst du, Lobby, Bro. Natürlich. Freunde, schlag doch gern alle mal ein Thema vor in den Chat. Beides nicht wirklich lecker. Bro, dann hast du einfach nicht das Richtige gefunden. Beides ist echt ganz nice. Luca, unterstrich Siebert. Habe ich dich schon, Bro? Das ist jetzt eine gute Frage. Habe ich nicht. Dann pass auf, Luca, dann nimm mal die Anfrage an. Dann lasse ich dich jetzt mal in die Lobby rein. Nimm mal kurz die Anfrage an, Bro. Schlag mal alle ein Thema vor, Freunde. Kannst du warten? Selbstverständlich, Bro. Luca Siebert, send mir mal bitte eine Beitrittsanfrage, Brudi. Was geht, Olti? Herzlich willkommen. Wir sollten eigentlich auch Dings Togi reinlassen. Er ist ein Mitglied. Erstmal Togi rein. Zack. Und dann würde ich sagen... Ja, Pexam, danke fürs Beschützen, Bro. Kuss geht raus. Ich würde diesen Creed-Skill-Kappa nochmal eine Runde drin lassen. Aber einen musste ich kicken. Und Pexam, keine Sorge, wir wechseln ab. Also vielleicht kommst du ja nochmal rein. Oder du kannst ja jetzt in die Undercover-Lobby von Xanatos, gerne. Wenn du möchtest. Luca, ah ja, da ist Luca. Luca Siebert, perfekt. Kann ich auch in die Undercover-Lobby, Lackwinder? Meinst du in die Undercover-Lobby, Bro? Also in die Undercover-Lobby können noch ein paar Leute. Thema Halloween vielleicht. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch Halloween. Oder böse gruselig. Oder böse Halloween. Irgendwie sowas. Macht erstmal alle bereit. Siebert bitte bereit machen und Creed Skill Kappa noch schnell bereit machen. Danke. Also wenn ihr wollt, Undercover-Lobby, schreibt eure Epic Games Namen rein. Xanatos sucht sich drei Leute aus. Zu wild. So ist es. Zu wild. Freunde, erste Runde war echt geil. Erste Runde unnormal geil gewesen. Aber Freunde, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wer es gerade reingeschrieben hat. Ich glaube, Passiboy07, mein Freund. Ich glaube, es war gerade. Moment. Halloween-böses ist Thema. Ich glaube, es war gerade Kotoyoya, der das reingeschrieben hat. An erster Stelle Wasser, ganz klar. Wasser an erster Stelle.
Also man sollte nie irgendwie irgendeinen Saft oder so vor Wasser stellen, weil Wasser ist am gesündesten, Wasser ist am wichtigsten und Wasser braucht der Körper am meisten. Na, wie der einfach am Lachen ist. Freunde, liked alle den Stream, wir sind kurz vor den 50 Likes. Ich muss leider gehen. Bro, ich wünsche dir was. Code ist 9944. 9944. Wenn wir Kaste machen, kann ich wieder Schokolade gewinnen. Machen wir. Malo, da. Malo oder Mario? Malo, oder? Malo, danke für ein Abo. Ich glaube, es ist ein Marlo. Mario würde mehr Sinn ergeben. Soll ich reden? Bro, ich habe immer alle gestummt in der Lobby. Aus zwei Gründen. Erstens, ganz damals, als ich angefangen habe zu streamen, da sind Eltern auf mich zugekommen, also haben mir dann geschrieben und haben sich beschwert, dass ihr Kind bei mir im Stream zu hören ist und dass es ja richtig gefährlich sei und so weiter. Und einerseits verstehe ich sie, ja klar, kleinere Kinder online zu hören muss jetzt nicht unbedingt sein, aber andererseits, mein Gott, warum hat dann das Kind überhaupt ein Headset? Versteht ihr, was ich meine? Und der zweite Punkt ist, wenn ich euch entstumme, dann werde ich mich nur darauf konzentrieren, mit euch hier zu reden. Und ich werde mich gar nicht mehr auf die Runde konzentrieren. Da kenne ich mich. Das ist schon so oft passiert. Habe ich schon so oft in der Vergangenheit gemacht. Und deswegen habe ich mich einfach generell dagegen entschlossen, die Leute in meiner Lobby zu entstummen. Generell. Aber muss nichts heißen. Also es kann auch sein, dass ich nachher vielleicht sage, ey, ich entstumme euch, weil gerade viele Streamsniper am Start sind, dass wir besser differenzieren können. So ein Ding ist es. Und genau so ein Ding, wie Armin gerade reinschreibt, iArmy ist es auch, denn wir sind hier eine iArmy. Freunde an alle, die gerade am Start sind, schreibt mal alle Hi in den Chat. Wir grüßen jeden kurz noch einmal durch, der am Start ist. Alle mal ein Hi in den Chat, Freunde. Es ist Donnerstag, 16 Uhr. Ich denke mal, viele sind jetzt von der Schule nach Hause gekommen. Ich hätte ja eigentlich bis um 16.50 Uhr heute Schule gehabt, aber Sport ist entfallen. Luca Siebert, schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße raus an Togi, schöne Grüße raus an Alois Münz, Jango Fett, schöne Grüße raus, Marlo, schöne Grüße gehen raus, Laquinda Singh, schöne Grüße gehen raus, Anja Groh, schöne Grüße raus, MaxiKing0905, schöne Grüße raus, Bene Maxime, schöne Grüße raus, Amir hat immer recht, schöne Grüße gehen raus an dich, schöne Grüße gehen raus an Tokyo Lennart, schöne Grüße gehen raus an, die Ente, Anja Groh, schöne Grüße raus, Johannes, schöne Grüße gehen raus, was geht? Was geht, was geht, was geht? Top-Spender Nummer 2 ist am Start. Was geht, Johannes? Ezra 999, Salam, was geht, Bro? Salami Aleikum. Salami Aleikum. Kann ich Zuschauer bitte nicht hier mit der Motti skinnen? Alles klar, Bali sagt, solange du dir keine Waffen holst, einfach nur an dich an die Seite stellst und ich sehe, okay, du willst nur zuschauen, ist alles gut. Alles Roger in Kambodscha, Bro. Alles Roger in Kambodscha. Freunde, macht nochmal die 50 Likes voll. 2 Likes fehlen. Und ich denke mal, Freunde, wenn jetzt nochmal sich jeder pusht, jeder nochmal ein Like da lässt, schaffen wir es easy. Easy peasy. Ringo Sonnenschein, moin moin. Mein Freund hat gewonnen, erstmal in deinem Stream, dieser Soldier Arabi. Ey, fettes GG war echt eine coole Kombo. Sag deinem Kumpel fettes GG von iRed, wenn er den Stream nicht am Laufen hat. Wenn schon, dann GG an dich, Bro. Ich habe einen Dragon Ball Skin und zwar Son Goku. Ich hoffe, der zählt auch. Ja. Wer sieht's bei mir top, ist ja auch welcher Platz ich bin zurzeit. Ist sieht jeder in der Videobeschreibung. Ach so, wie sieht es bei mir aus bei Top Chatter? Welcher Platz bin ich zurzeit? Bro, zurzeit kann ich dir nicht sagen. Weil es updatet immer, glaube ich, einmal monatlich. Einmal monatlich oder einmal wöchentlich. Müsst gucken. Ich schau gleich mal oder nachher mal. Ich habe Abo dagelassen. Ich hoffe, dass du auch eine Million Abo Kasachstan. Was für Kasachstan? Ich glaube, das war die Autokorrektur. Miese Prise. Ja, Bro, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und dann gucken wir mal. Platz 1 ist frei. Ey, okay, ein Platz ist frei, Bro. Digga. Hey, ich kann nicht lesen. Ist Stillschweigen, okay? Der Emote oder was? Oder Skin? Was meinst du mit Stillschweigen, Bro? Aktuell Togi, ich weiß es nicht, aber wenn du schreibst schon einigermaßen viel in den Chat. Also ich denke mal, du bist jetzt gerade so zwischen Platz 4 und Platz 9 unterwegs. Irgendwo dort. Ich denke mal, du bist dort irgendwo. Zwischen Platz 4 und Platz 9. Platz 1, keine Ahnung, warum ich das Gefühl habe. Oder Platz 1 und 2 ist was safe. Irgendwie Dr. Krabs. Dr. Krabs ist ganz weit oben, denke ich. Xanatos, denke ich auch, ist ganz weit oben. Und Rocker Cooper hat sich jetzt in letzter Zeit auch wieder sehr angestrengt. Also ich denke so, die Leute, die könnten die ersten Plätze dominieren. Also ganz klar. Aber Togi so zwischen 4 und 9, würde ich dich jetzt mal einschätzen. Zwischen 4 und 9. Genau, Freunde. Kommt rein, wir warten noch so 1-2 Minuten. Wir gucken mal, je nachdem wie lange ihr braucht.
Und ihr könnt ja mal, Freunde, wenn ihr bereit seid, alle mal eine 1 in den Chat reinschreiben und eine 2 in den Chat, wie wir warten sollen. 1 Chat für Start, 2 Chat für Warten. Für was habe ich mich angestrengt? Hm. Bro, keine Ahnung, aber ich habe gesehen, dass du oft in den Chat geschrieben hast und... Also, Freunde, 1 Chat für Start, 2 Chat für Warten. Okay, es sind noch 3 Leute nicht bereit. Was ist das Thema? Halloween oder böse? Halloween oder böse ist das Thema, Bro. Halloween böse. Bene Maxime auch noch eine 2. Okay, dann warten wir noch kurz. Also, Freunde, beeilt euch. Thema ist Halloween oder böse. Kennst du das Spiel Five Nights at Freddy's? Yes, kenne ich. Hatte ich auch mal auf meinem alten PC. Ist ein ganz nices Game, sag ich dir ehrlich, Bro. Sag ich dir ehrlich, aber pff, keine Ahnung. Das soll ja eigentlich gruselig sein. Ich finde es nicht gruselig. Ich finde Five Nights at Freddy's nicht gruselig. Ich glaube, wenn man jünger ist, dann findet man es schon gruselig. Aber ich finde es... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist vielleicht ein bisschen gruselig, aber tut mich jetzt nicht umhauen. Freunde, ist okay, dass wir bis Minute 8 warten und dann starten. Kennst du das Spiel Lego Star Wars, die Skywalker Saga? Sag mir was, habe ich schon oft gehört. Habe ich schon sehr oft gehört, Bro. Die Skywalker Saga, habe ich schon sehr oft gehört. Für Fortnite. Naja, so ein Ding ist das. Für Fortnite. Kennst du Need for Speed? Selbstverständlich. Es gibt so geile Horror-Games. Da Horror-Games gibt es richtig coole. Horror-Games und ich finde sogar Story-Games gibt es auch richtig viele coole. Aber Story-Games sind nicht für jeden was, weil Story-Games dauern halt immer lange und es gibt Leute, die mögen es nicht. Ich bin ein Riesenfan von Story-Games. Das erste Story-Game, Freunde, was ich richtig durchgezockt habe, war Battlefield Hardline auf der Xbox One. Richtig geiles Game. Kann ich jedem empfehlen, der sowas spielen darf. Battlefield Hardline, die Story ist so geil. Dann The Last of Us, auch ganz klar Platz 1 oder 2. So, ja, Platz 2 oder 1 sogar. Echt ganz, ganz geil. Und ansonsten Uncharted, alle Teile, echt cool. Also Uncharted auch ein sehr, sehr geiles Horror-Game, genau. Story-Game. Oder alle Teile. Uncharted hat echt geile Story-Games. Kennst du Lego DC? Natürlich. Bei mir Battlefield 4 hatte ich auch, Amir. Ich hatte Battlefield 4 auch. Aber als ich das hatte, war ich jünger. Ich weiß gerade nicht, wie alt ich da war, aber es ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Und ich hatte das auf dem PC. Und dann gab es dort eine Mission. Ich glaube, in einem Büro oder was auch immer das war. Und dann musste man irgendwie von oben runter und dann leise Leute töten. Ich glaube, das war sowas. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Und dort bin ich immer gescheitert. Ich habe das gefühlt 100 Mal, 200 Mal probiert. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich aufgehört. Also dann habe ich da nicht mehr weitergespielt in Battlefield 4. Aber Battlefield 4 auch ein cooles Game gewesen. Ich habe damals immer, Freunde, was war so geil? Immer, als ich irgendwie im Mediamarkt oder so unterwegs war. Kennt ihr die Ecken, Freunde, wo es Videospiele ganz, ganz günstig hat? Dort habe ich mir immer ein Videospiel gekauft. Immer, als ich im Mediamarkt war. Mal für 5 Euro, mal für 10 Euro. Und habe ich mir mal Battlefield 4 für 10 Euro gekauft. Oder 15 Euro war das da. Und habe ich das gezockt. War echt, echt cool und war eigentlich auch ein ganz guter Deal damals. Dann habe ich mir mal so ein Autospiel für 10 Euro gekauft. Dann so ein ganz komisches Wer wird Millionär mal für 5 Euro gekauft. Also ich habe mir damals immer diese ganz billigen Spiele gekauft. Aber war cool. Einfach gestartet. Bro, wir haben 8 Minuten gewartet. Seid ihr jetzt alle nicht drin oder was? The Mortuary Assistant ist geil. Probier mal. Worum geht's? Hau mal raus. Mach kurz eine Inhaltsangabe. Im Präsenz. Komm. Bro, komm. Inhaltsangabe in Präsenz. Um was geht es in dem Spiel? Können wir da nochmal Thema Halloween? Wir machen, Bro, nicht nochmal Thema Halloween, weil zweimal das gleiche Thema ist jetzt auch nicht so cool. Aber wir machen nachher auf jeden Fall Thema egal. Und beim Thema egal kannst du dann meinetwegen wieder das Halloween oder so nehmen. Also, das ist mir dann relativ egal. Ja, okay, gab ein bisschen Kommunikationsprobleme. Seid ihr echt alle nicht reingekommen? Gar nicht, man geht gar nicht Spaß. Wo sollen wir looten? Unten bei der Basis, da wo ich jetzt gerade markiert habe. Alle anderen bitte oben aufstellen, aber wir Beschützer, wir gehen nach dort unten, dort looten wir, okay? Also Luca, Siebert, Creed, Skill, Kapatogi, dort unten landen. Wenn ihr jemanden sehen solltet, der da nicht hingehört, dann töten. Es darf einer mitkommen, und zwar ist es der grüne Superhelden-Skin.
Der ist der einzige, von dem ich Bescheid weiß, dass er bei uns landet. Alle anderen bitte sofort töten, wenn jemanden sehen solltet, okay? Weil ansonsten darf hier keiner landen. Hier, der zum Beispiel hat hier gar nichts verloren. Voila, oder Darth Vader hat hier eigentlich auch nichts verloren. Die beiden haben hier gar nichts verloren. Freunde, es ist auch wirklich nicht böse gemeint, wenn ich euch hier töte. Aber man darf hier halt nicht landen. Das sind halt so ein paar Regeln, damit wir hier die ganzen Streamsniper und so loswerden, dass wir hier möglichst die ganzen Streamsniper vermeiden und genau. Also der hier darf landen, der grüne Superheld, ist alles okay. Aber ansonsten keiner. Danke für den Abo, Secret PR7. Kuss geht raus. Könnt alle ein Abo da lassen, wenn ihr genauso eingeblendet werden wollt. Boah, Ehrenmann, er lässt mir sogar eine Kiste übrig. Ich küsse doch dein Herz. So, nehmen wir nochmal eine Waffe mit hier. Zack. Munitionskiste. Warum nicht, Chat? Warum nicht? Auf ganz schmiggidi, schmiggidi, schmuggidi angelehnt. Achso, das war ich, den du getötet hast. Nein, also ihr dürft nicht unten landen. Wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr verboten. Sehr, sehr, sehr verboten. Wer unten landet, wird easy getötet. So, kann ich eine Waffe haben? Hast du keine, Bro? Dann komm her. Da musst du aber eigentlich schon dafür sorgen, dass du einen hast. Was macht der No-Skin da? Der hat hier nichts verloren. Auch No-Skins töten, okay? Auch No-Skins töten. Also nicht nur, weil es ein No-Skin ist, ihn leben lassen. So. Auch No-Skins töten, weil keiner hat hier was verloren. Wenn ich sage keiner, meine ich auch keiner. So. Außer der Superhelden-Skin. Okay, der ist der Einzige, der da landen darf. Freunde, stell dich mal alle oben auf, okay? Alle mal oben aufstellen. Genau, in einer Reihe. Geht gleich los. Ich habe richtig viele von diesen Basen. Keine Ahnung, woher die kommen. Keine Ahnung, woher ich die jetzt habe, alle. Und mal da noch eins. Easy, Freunde. Richtig geil. So, Beschützer, verteilt euch einfach mal ein bisschen. Ne? Richtig geil. Beschützer, verteilt euch einfach ein bisschen an den ganzen Basen. Luca, du sollst ja jetzt auch Waffen haben. Dann geht's jetzt gleich hier auch los. Und ich fange an zu bewerten. Einfach aufstellen. EP mache ich gleich an. Fire Kings, was geht? Schade. Schade, Bro. Aber cool, dass du reingeschaut hast. Cool, dass du reingeschaut hast. Thema ist böse. Halloween. Irgendwie sowas. Du bist... Ja, warte. Gucken wir mal erstmal hier. Du bist weiter. Du bist auch weiter. Obwohl, ich finde dein Backling... Ja, doch, dein Backling. Ach, komm, du bist weiter. Ich finde dein Backling irgendwie hässlich, Bro. Dein Skin ist wirklich geil, Bro. Wirklich. Also, ich feiere dein Skin unnormal. Aber dein Backling, ich finde, das passt einfach gar nicht. Skin ist... Okay, bitte nichts bauen. Keine Wände bauen. Skin... Nein, ja, hinten kannst du bauen. Ehrenmann. Skin ist okay. Backling ist okay. Du bist weiter. Skin ist okay. Ich finde dein Backling aber nicht so nice. Das Bunte, das passt einfach gar nicht, die Kombo. Du bist Safe Call weiter. Gefällt mir sehr. Du bist weiter. Du bist auch weiter, gefällt mir sehr. Du bist... Ah, die blaue Spitzhacke, aber... Irgendwie... Ah, nee. Das passt nicht so, keine Ahnung. Es ist interessant. Gucken wir weiter. Du bist weiter. Safe Call, Darth Vader, ist okay. Du bist okay, ja. Du bist weiter. Der Kürbis ist weiter. Du bist weiter. Der ist auch weiter, auch ganz cool. Der ist auch ganz cool. Du bist weiter, du bist weiter. Der ist irgendwie genockt, aus welchem Grund auch immer. Muss ich nicht verstehen an der Stelle. Beschützer, Creed Skill Kappa, Bro. Hier brauche ich dich nicht, okay? Ich brauche dich oben. Stell dich irgendwo dort auf. Da, da, da. Irgendwo dort und beschütze von dort aus, okay? Weil hier bei mir, das bringt mir nichts, wenn du da stehst. Schau mal, bei Togi zum Beispiel gerade ein Gegner und keiner hilft ihm. Genau das meine ich. Also, ja, genau. Genau das ist das, was ich dann am Ende meine. Bei mir brauche ich niemanden, außer mich selber. Ihr müsst dafür sorgen, dass keiner hochkommt, dass keiner streamsniped. Das ist eure Aufgabe. Aber Freunde, auch wenn die Runde scheiße laufen sollte, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal, weil wir haben keine Undercover-Beschützer. Die Undercover-Beschützer sind jetzt gerade nicht reingekommen, weil ich frühzeitig gestartet habe. Tut mir leid an der Stelle, Freunde. Aber ist jetzt leider so passiert. So. Freunde, schreibt doch mal in den Chat, wenn ihr tot sein solltet, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, wo der ist. Hast du ihn, Togi? Bei mir? Bei mir? Hä? Ich habe keinen Plan von wo. Hier bei mir, bei mir. Hinter mir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir.
So ein Feuerskin. Ah, vielleicht wird's ja noch was. Probier den Feuerskin zu holen. Bei der Karte. Oder da oben. Boah. Das wird schwer. Freunde, schreibt mal in den Chat, wenn ihr tot seid. Spooky Wolke 2, moin moin. Was geht? Herzlich willkommen. Wird schwer, Bro. Wird schwer. 15 Leute noch am Leben. Nee, ich würde sagen. Ja. Ich würde sagen, wir starten neu. Ich würde sagen, wir starten einfach kurz neu, Freunde. Auf entspannt. Starten wir ganz kurz neu. Bist du morgen live? Ja, natürlich. Morgen bin ich live. Ich bin. Warte, wir machen kurz EPs an. Ich bin morgen live. Ich bin am Samstag live. Also, Freunde, ich bin die nächsten Tage jetzt auf jeden Fall live. Und ich habe eine Map-Skin und es ist aber ein wenig anders. Hau mal raus, was ist denn daran anders? Ja, wir machen heute eh nicht so lange Skin und ist. Also maximal so, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so, wenn es nicht klappen sollte. Und danach Custom Games. Ja, ich finde es jedes Mal faszinierend, Freunde, wie sich die Streams einfach extra die Zeit nehmen, hier zu warten, bis wir eine Runde starten und alles, nur um mich zu töten. Also das ist echt, Freunde. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Da sieht man auch, dass die ganzen Streams aber relativ viele Hobbys haben. Digga. So, Freunde, macht doch bereit alle. Jawohl. Wir lassen Thema nochmal gleich, okay? Bist der Beste, soll es weltweit bekannt sein. Oha. Übertreibt es direkt mit weltweiter Bekanntheit. Thema Gangster. Wie kann man Anonymmodus ausmachen? Du gehst in die Einstellungen. Hier über dieses Zahnrad. Einstellungen. Dann gehst du ganz rechts auf diesen Kopf. Scrollst ein bisschen runter und bei Gameplay Privatsphäre gibt es dann einmal den Reiter Anonymitätsmodus. Der sollte hier irgendwo stehen. Ich finde den gerade nirgends. Ah, das ist komisch. Hier, da. Benutzernamen im anderen, im regulären. Da, genau. Ne, warte, das ist. Hä, hey, what the shit? Ich glaube, das ist das. Also, ich denke mal. Probier mal, ob es das ist. Probier mal, ob es das ist. Überlies doch mal. Ich versuche dir ein geiles Horrorgame vorzustellen und du irrest mich. Togi, ich hab doch. Ja, hä? Hab ich nicht vorgelesen, was du mir reingeschrieben hast? Ich hab doch das Game vorgeschrieben. Ich hab vorgelesen. Ich hab dir gesagt, dass du mir definieren sollst, worum es geht. Du hast nur geschrieben, The Mortuary Ascetient ist geil. Probier mal. Du hast mir aber, glaube ich, nicht geschrieben, worum es geht im Spiel. Und Bruder, das ist geil, das habe ich schon vorgelesen. Zweimal. Nein, natürlich. Hä? WTF? Hier doch, ich spamme es die ganze Zeit. Warte. Um was es geht oder wie das Game heißt? Was spammst du die ganze Zeit? Ich erwarte eine Inhaltsangabe im Präsens, im Nein, alles gut, Bro. Schreib's einfach rein. Ja, um was es geht. Bro, das ist deine letzte Nachricht, die ich sehe. Warte. Die letzte Nachricht war... The Mortuary Ascetant ist geiles Game. Probier mal. Warte, ich scroll weiter. Das hast du dann weiter gespammt. 1, 2, 3, 3 Mal hintereinander. Komisch, sehr komisch. Hydra, was geht, mein Moin? Digga, siehst du es nicht, Bro? Ich schwöre, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich es. Weißt du warum? Ich hatte diesen Top-Chat an. Es wurde irgendwie ausgeblendet. Komisch. Jetzt sehe ich es. The Mercury ist. Jetzt sehe ich auch, wie oft du es reingeschrieben hast. Bro, tut mir leid. Ich schwöre, warte, ich zeig's dir mal, was ich gesehen habe. Ich zeig dir, was ich gerade gesehen habe. Schau mal. Bei mir sah das so aus. Bei mir sah das 1:1 so aus. Ich habe die Nachrichten nicht gesehen. Und wenn ich das jetzt hier umschalte auf das untere hier, auf Live-Chat, dann kommen die plötzlich hier. Ganz, ganz, ganz komisch. Warte, aber jetzt können wir es so durchlesen. The Mercury Assistant, ja, du bist halt so eine Dame, die bei einem Bestattungsunternehmen arbeitet und leidet unter Halluzination und muss halt einen Dämon aus dem töten Körper holen und töten. Alter, wie geil das klingt.
Ey, das Game hört sich echt geil an, Chat. Kennt es jemand? Dieses The Mercury Ascendant. Kennt es jemand, Freunde? Habt ihr schon was davon gehört? Freunde, alle mal reinjoinen. Das hört sich echt geil an. Wo gibt's das? Gibt's bei Steam, oha. Ich war gar nicht mal so teuer. 20 Euro. 17 Euro. Es gibt sogar eine Demo. Alter, ich muss mir das Game echt mal holen. Das sieht echt geil aus. Warte, ich mach kurz ein Foto davon. Zack. Das sieht echt heftig aus, das Game. Kennst du Westhand? Kenn ich nicht, ne? Westhand sagt mir nichts. Machst du bereit, gleich. Kann ich schon meine 2 Mates undercover machen? Bro, Hydra, dankeschön, dass du dich als Undercover anbietest, aber ich habe 3 Undercovers gerade. Da lohnt sich jeder Cent, mach das als Video und du bist der Coolste. Boah. Bro, ich werde mir erstmal privat am Wochenende, mache ich das, die Demo anzocken. Gucken, wie die Demo ist. Wenn mir das gefällt, kauf mir das Game. Kennst du StumbleGuys? Natürlich kenne ich StumbleGames. StumbleGuys. Ich kenne StumbleGuys, hab's aber noch nie gezockt. Jet, der King. Ich kenne StumbleGuys, aber noch nie gezockt. Was bekommt man, wenn man gewinnt? Ruhm und Ehre, Bro. Also bei mir gibt's keinen Gewinn. Just for fun einfach. Ich mag dich, danke. Danke, dass du einen Scheißhaufen reinschreibst und davor schreibst, ich mag dich. Sympathisch. Ja, mach das, so nice, echt, hol's dir. Das Ding ist, Rocker Cooper sag ich schon. Togi, ich bin eine Person, ich bin so schwer zu erschrecken, keine Ahnung. Also, in so Kinofilmen und so Jumpscares, okay. Aber bei so Horror-Games, ich weiß nicht. Outlast war ja okay so. Da habe ich mich schon ein paar Mal erschreckt. Aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, Bruder, ich habe mich komplett erschreckt, Digga. Verstehst du, was ich meine? Der erschreckst dich zu 100%, okay? Wenn du das sagst, Bro, ich vertraue dir. Ich probiere das mal am Wochenende aus, die Demo. Wenn die mich überzeugt, dann kaufe ich die. Also, nicht die Demo, das Spiel. Wahrscheinlich kaufe ich eine Demo. Zu 110% erschreckst du dich, okay? Okay, Bro. Dann glaube ich dir wohl. Ich probiere das mal. Ich habe es mir gerade fotografiert auf dem Handy, dass ich das nicht vergesse, dass ich mir das anschauen wollte. Und dann schaue ich mir das am Wochenende jetzt an. Am Wochenende schaue ich mir das an. At the weekend. Freunde, am Samstag, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, am Samstag, also übermorgen, bin ich ein bisschen früher live. Also Samstag bin ich ein bisschen früher live, übermorgen, dass ihr Bescheid wisst, weil ich um 14 Uhr, glaube ich, ist Fußballspiel. Und wann genau ich dann live bin, kann ich euch da gerade jetzt noch nicht sagen. Machst du ready gleich? Ich sehe, wir sind 50 Leute. Wir lassen uns kurz aber nochmal Zeit, damit ihr nochmal kurz die Chance nutzt, eure Kombos bearbeitet, wenn ihr es möchtet. Und ja. Ich hatte so Zweifel an meiner Existenz, weil du mich nicht vorgelesen hast, Digga. Du machst mir Angst. Bro, ich schwöre, ich habe es nicht gesehen. Aber du hast es ja gerade selbst gesehen. Das war dieser Top-Chat. Google mal West Hand. So eine Map baue ich gerade. Warte. Zack. West Hand ist ein Videospiel. Alright, sieht echt geil aus. Sieht echt wild aus. So eine Western Map, okay. Interessant. Ja, mach mal die Screenshot Map von Rocker, die ist echt gut. Bro, das Ding ist, es ist vielleicht gut, aber Problem ist, hier sind auch jüngere Leute im Stream und nicht jeder versteht halt so richtig, wie man hier reinkommt. Ich kann es natürlich erklären, wie es funktioniert mit dem Code und so weiter, aber es ist wirklich kompliziert. Da muss man da den einen Code eingeben, da muss man es einmal als Favorit markieren, da muss man da einen benutzerdefinierten Code eingeben. Also es ist für Leute, die das noch nie gemacht haben und für Leute, denen man das nicht Schritt für Schritt zeigt, ist es wirklich schwer. Spiel doch mal Irid sagt. Ja, sollten wir auch mal machen. Machen wir am Wochenende wieder, okay? Machen wir am Wochenende mal wieder. Freunde, noch 4 Liker, dann haben wir einfach die 60 Likes. Lasst alle mal ein Like da, Freunde. Ich küsse eure Herzen. Moin, moin. Meister Benjan, moin, moin. Ich sauf kurz was, Freunde, dann geht's los. Ja, Hydra, wir starten sofort rein. Klar, Moment, ich trinke noch kurz was, dann geht's los. Boah, Chat, Wasser ist so lecker.
Das waren gerade 1,5 Liter Wasser, seitdem ich den Stream gestartet habe. Let's go, Freunde. Joban, heraus. Wolfi, moin moin. Also Freunde, wenn ihr irgendwie eine Frage oder so an mich habt, ballert die Frage direkt rein. Weil bevor ihr hier irgendwie Irid reinschreibt oder meinen Namen Joban reinschreibt, schreibt die Frage rein, weil dann lese ich die eher. Wenn ihr jetzt nochmal 1000 Mal die Frage reinschreibt, kann es sein, dass ich die irgendwie überlese oder ignoriere, unterbewusst oder so. Keine Ahnung. Können wir euch hier verstecken, Skinkunst machen? Wie meinst du verstecken, Skinkunst? Ich wechsle nach der Runde zum S3-Con wegen L-Dance. Bitte wieder einladen, danke. Wenn du mir sagst, wie du heißt, bei Epic mache ich. Kann ich Beschützer sein? Hypex, gerade brauche ich keine, Bro. Ich danke dir, dass du dich anbietest als Beschützer. Okay, da war ein Moderator schnell und hat dich gebannt. Bitte nächstes Mal nicht spam Hypex, okay? Dann wirst du nicht gebannt von meinem Mod. Aber meine Mods sind da sehr streng. Also wenn da jemand 4-5 Mal die gleiche Nachricht reinschreibt, reicht eigentlich einmal im Normalfall. Wann machst du Customs? Customs in ungefähr, ich weiß nicht, wie lange sind wir schon live? 1 Stunde bin ich schon live, was? Niemals, als ob ich 1 Stunde live bin, Freunde. Vielleicht so in grob 1 Stunde Custom Games. Kommt so ein bisschen drauf an, wie gut Skinkunst das noch läuft. Ob ihr noch Bock habt mitzumachen und so. Puh, gucken wir mal. Wir gehen, Freunde, hier zu dem Schneeberg. Alle abspringen, okay? Bitte alle direkt oben auf dieser Schneebergspitze landen. Ich und meine Beschützer landen hier bei diesen 2 Basen. Alle an der Cover sind No Skins. Okay. Tonkunst. Was für Tonkunst? Was für Tonkunst? Du meinst No Skin? Ja, ja, No Skin, genau. So. Johann, für 4k Abos sind 10 bis 15 Leute voll okay, oder nicht? Bro, ich sag dir ehrlich, 4k Abos, 10, 15 Leute, ist okay. Schau mal, Bro, man kann bei 4000 Abonnenten, bei, ich finde, bestes Beispiel ist immer so ein Standard-Skill. Die No Skins nicht töten, gell, das sind Beschützer. Ich finde Standard-Skill das beste Beispiel. Der Mann hat wie viele Millionen Abonnenten, hat in seinen Livestreams 10.000, 20.000 Zuschauer. Man kann nicht, wenn man 4 Millionen Abonnenten hat, man kann nicht 4 Millionen Zuschauer gleichzeitig haben. Das geht nicht. Das hat mehrere Gründe, Freunde. Manche Leute interessiert Fortnite nicht mehr. Und die haben ihn trotzdem abonniert, weil sie einfach die Person an sich supporten. Dann, ich habe leider keinen Schlüssel, sonst würde ich das öffnen. Dann, viele Leute können nicht aktiv sein, weil sie irgendwas anderes gerade machen. Also es... Man darf nie, Freunde, vergessen, es ist ehrlich nicht möglich, dass immer alle da sind. Yotoko CPN, moin moin. Was ist da oben jetzt schon wieder los? Da oben werden wieder Leute gekillt, ohne Grund. Warum hat er eine Waffe? Der hat eine Waffe, das ist nicht gut. Waffen... Im Normalfall nicht besitzen am besten. Okay. Freunde, stellt euch mal alle auf in einer Reihe, wenn ihr noch leben solltet. Wenn ihr nicht mehr leben solltet, dann könnt ihr euch auch schlecht aufstellen. So, sind hier irgendwie Stream-Sniper? Freunde, alle mal aufstellen. So, Beschützer, verteidige ich ein bisschen. Hab's bei Lovi reingeschrieben und sein Mod Colette hat gesagt, ich hätte keine Ahnung von YouTube. Bruder, ich habe das Lovi schon sehr, sehr oft gesagt, aber Lovi ist jemand, ich glaube, Lovi versteht mich da nicht. Ich glaube, Lovi versteht mich da echt nicht. Lovi ist jemand, er achtet unnormal drauf, wie viel Zuschauer er hat. Er achtet unnormal drauf, wie viel Aufrufe er am Ende eines Streams hat. Und ich finde, das ist eine riesengroße Schwäche von ihm. Und würde er nicht darauf achten, würde er viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. 100%, das garantiere ich euch. Lovi, richtig guter Kollege. Ich feiere den Typen. Echt ein richtig netter Mensch auch an sich. Aber, diese Eigenschaft finde ich nicht cool. Und die muss auch nicht sein. Habe ich ihm auch schon so oft gesagt. Habe ich ihm auch echt oft gesagt. Nach einem schlechten Stream von ihm, der kommt zu mir rein und fragt, Irid Bro, ich hatte nach 3 Stunden Stream 300 Aufrufe, ist das gut so? Keine Ahnung, ich finde, sowas macht dich besessen. Also wenn du die ganze Zeit guckst, okay, habe ich genug Aufrufe und so, das macht dich besessen, das macht deinen Kopf kaputt. Und das ist gar nicht nötig, ist komplett vermeidbar. Okay, Beschützer, ich würde sagen, wir fangen an. Der hielt den hoch. Fangen wir an.
Hm? Bist weiter? Du bist weiter. Boah, sehr geil, du bist weiter. Du bist weiter, du bist weiter. Ihr seht alle weiter. Also hier gibt es keinen, der mir nicht gefällt, der nicht passt. Es passen alle, gefallen mir alle. Clown ist auch ganz okay. Alle sind cool. Tanzt mal alle. Macht mal alle auch Emotes. Beschützer, guck mal, von wo da geschossen wird. Und wenn ihr könnt, baut bitte ein bisschen, Wände oder so, sonst will ich gestreamt sein werden. So. Einfach mal alle auch in die Mode machen. Ich weiß nicht von wo. Ach, vom Berg, oh mein Gott. Vom Berg, von da drüben. Ja, Beschützer, probiert den mal zu holen. Und danach mich hochholen, wenn es geht. Also Beschützer, an erster Stelle, wenn es geht, mich hochholen. Und danach gucken, die Stream-Sniper zu töten. Und dann kann ich nochmal mithelfen. Ich glaube, Travis Scott hilft mit, die zu töten. Ist der hinter dem Restart-Boss? Der ist doch hier irgendwo. Boah, die Keule hätte ich gebraucht. Komm mal her. Ich habe leider keine Metz, sonst würde ich einbauen. Habe ich ihn auch gesagt, aber nee. Nee, der versteht das nicht. Ich denke, das liegt aber auch daran, weil er einfach sehr jung ist. Also Lovi, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich schätze ihn auf maximal 12, 13 Jahre. Maximal 12, 13 Jahre. Er ist noch relativ jung. Ich glaube, er weiß es einfach noch nicht so richtig. Also ist alles echt nicht böse gemeint, was ich gerade sag, aber... Alter, what the shit, hat er mich gerade weggesniped. Junge. Okay, habe ich schon mal vorgelesen? Kennst du Secret Agent? Kenne ich, ja. Beschützer, wenn es geht. Einer gleich hochkommen. Auf dem Berg drüben ist noch einer, glaube ich. Dieser Ofa Lace. So. Seabot, hol mich hoch, Bro. Danke. Ach so, du bist Secret Agent. Krank. Das ist krank. Den Medkit oder so wahrscheinlich, oder? Ah, doch, ein Biggie. Kann ich den haben? Bro, Luca. Kann ich den Biggie haben? Dankeschön. Ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger Leben als du. Seit wie lange machst du Livestreamer? Wie lange ich schon Livestreamer? Boah, Bro, das ist eine gute Frage. Ich stream schon sehr lange. Habt ihr den getötet, den Stream-Sniper? Ich glaube ja, oder? Habt ihr ihn getötet? Ich glaube, die haben den getötet, oder? Oder ist er abgehauen? Freunde, stell dich mal alle nochmal auf und tanz nochmal. Alle nochmal aufstellen und tanzen. Ich glaube, die haben den getötet. Oder ist es der, der jetzt kommt? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine gute Frage, Freunde. Eine gute Frage. So. Alle mal tanzen. Was hast du mit 4K gestreamt? Auch Fortnite. Also ich stream... Auf diesem Kanal gefühlt nur Fortnite. Da muss ich auch mal bald ändern, dass wir auch mal ein bisschen was anderes reinbauen. Ist geil, aber ich finde, passt nicht so. Also der Emote an sich ist echt cool. Ich feiere den Emote auch sehr, aber ich finde, der passt einfach nicht so. Wie alt bist du? 17? Alter, von wo kam der denn? Ist down. Wir haben ihn. Alles Roger in Kambodscha. Er hielt euch gegenseitig hoch. Wenn euer Mate hier irgendwo liegt, dann einfach hochholen. Skin Contest mit 4K, boah, ich glaube, wir haben ja damals immer so ein bisschen abwechselnd Skin Contest Custom Games und so gemacht. Halt Sachen, die man mit allen spielen kann. Ich war nie jemand, der so, keine Ahnung, Abo-Zocken oder so gemacht hat. Da könnt ihr auch... Oh, das gibt's doch nicht. Von wo? Ich raff's ehrlich langsam nicht. Von wo? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Hielt euch gegenseitig hoch, Freunde. Wenn eure Mates da irgendwo liegen. Und ihr wisst, die sind genockt. Wir machen gleich, Freunde, Arena, okay? Wir machen gleich Arena-Trio. Müssen wir halt leider einen kicken, aber besser Arena-Trio, weil dann gibt es Tankstelle dort unten. Besser Arena-Trio, weil dann gibt es, jetzt sollte ich ankommen, die Rakete, gell?
hat nichts bewirkt. Schade. Das explodiert jetzt. Eis ist auch. Perfekt. Aber hat nicht viel gebracht. Beste Arena-Trio, Freunde. Gibt es keine Granaten. Dann ist alles gut. Kannst du das über eine Map machen? Wie gesagt, also ich habe ja gerade gesagt, warum ich das ungern über Map machen würde. So. Komm mal mit in die Zone, Freunde. Machen wir die Runde noch zu Ende. Komm mal mit in die Zone. Was für eine Augenfarbe hast du? Ja, so braun. Braun, braun. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ist an der Tankstelle. Danke für die Info. So. Stream Server hat Overlays, weiß ich. Ja, dann hat sich den hoffentlich auch schon aufgeschrieben. Ja, dann. Wenn du ihn noch nicht aufgeschrieben hast, dann schreib ihn dir bitte auf und send ihn mir sofort zu. Grün-blaue Augen habe ich. Oha, grün-blau. Ist eine schöne Mischung. Grün-blau. Ja, bei Dings. Bei Creed Skill Kappa. Hast du wenigstens noch ein bisschen Leben abgezogen, Bro? So. Ich habe halt auch gar keine Metz, sehe ich gerade. Aber null. Und heal-technisch läuft es auch ganz miese. Immerhin habe ich ein Lagerfeuer. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R. Feuerlied. Ba-ba-ba. Bruder, Jaran sendet mir das immer über Discord, Bro. Der sendet mir das immer über Discord oder über WhatsApp direkt. Ich kenne ja Jaran privat, von daher hat er auch meine WhatsApp-Nummer. Ja. Easy. Monkey Mad Max. Ich habe es ein, zweimal vorgekommen, dass er das hier in den Chat geschrieben hat, aber im Normalfall eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich nicht weiß, wo der Stream-Sniper jetzt ist. Togi, du solltest eigentlich ganz gut wissen, weil der ja bei dir war, beziehungsweise bei unseren Mates. So, also Freunde, kommt mal hier nochmal mit in die Zone. In der Zone machen wir weiter. Ah, er ist tot. Okay, Stream Sniper ist tot. Stream Sniper down. Wenn ihr irgendwie Mates habt, die genockt sind, dann holt die gerne hoch. Also hier beim Restart-Bus. Könnt ihr gerne machen. Aber kommt einfach nochmal in die Mitte von der Zone. Dann machen wir dort schnell eure... Ja, machen wir direkt mit den Sprays weiter. Emotes waren eigentlich, soweit ich weiß, okay. Haben wir die Emotes? Ja doch, ich glaube, ich habe gesagt, ihr sollt die Emotes machen. Ob wir jetzt ganz genau angeschaut haben, weiß ich nicht. Aber machen wir einfach schon mal die Sprays. Ist ja egal. Stream Sniper ist down, Freunde, also die Runde wird auf jeden Fall noch klappen. Oh, das ist geil, Freunde. Schau dir das mal an. So, Achtung. Stream Sniper ist tot, hab's gesehen. Kommt mal alle her, die noch leben. Alle, die noch leben. Digga, was ist das denn bitte? Huch. Alle, die noch leben, mal herkommen hier auf diesen Berg. Alle, die noch leben, mal bitte herkommen. Jetzt stellen wir vielleicht so ein bisschen hier das da hier. Macht einfach mal alle auf dem Boden hier irgendwo ein Spray. Einfach mal alle hier irgendwo auf dem Boden ein Spray machen. Stopp, reicht schon. Alle einfach mal hier irgendwo auf dem Boden ein Spray machen. Einfach alle mal ein Spray machen. Dann schauen wir uns kurz euer Spray an. So, alle einfach kurz euer Spray machen. Granaten bitte liegen lassen, die sind ein bisschen gefährlich da. Bitte niemanden einladen ohne Erlaubnis. Okay, was war das? Aber geschossen ohne Grund. So, fangen wir an. Boah, das sind diese aggressiven Hühner. Safe, du bist weiter. Gucken wir hier vielleicht. Finde ich nicht so nice. Gibt geilere.
Vor allem bei dem Thema gibt es echt viel, viel coolere. Genauso, ja, das ist eigentlich okay, das kann man weiterlassen. Ich finde das ein bisschen langweilig. Bei dem Thema Halloween böse, so, da kann man echt viel geile Sachen nehmen. Der ist okay, der ist okay. Ich finde es auch ein bisschen langweilig. No Skin sind Beschützer. Und ich würde sagen, du bist weiter. Ja, ihr seid alle weiter. Also alle, die jetzt noch am Leben sind. Der ist auch ganz okay. Ich finde es schon ganz schön abschreckend mit dem Skelett. Ist okay. Stell dich alle mal bitte in einer Reihe auf. Alle mal in einer Reihe aufstellen. Hier. Und macht eure Sticker schon mal. Also ihr könnt euch aufstellen und mal eure Sticker machen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was der Clown gemacht hat. Aber wahrscheinlich ist er hier, oder? Sowas. Keine Ahnung. Alle mal Sticker machen. Ich kenne dich schon seit 1 oder 2 Wochen. Stark, stark. Alle mal Sticker machen. Finde ich nicht so nice. Dann gucken wir weiter. Das ist Alien. Ja, Alien kann man machen. Das ist mit dem Herz, finde ich auch nicht so cool. GG. Dann machen wir weiter, Bro. Dein Sticker. Okay, der macht das. Boah, das passt halt schon. Finde das Alien eigentlich auch nicht so cool. Bin ich ehrlich. Ich finde den... Okay. Ich finde den Clown eigentlich ganz interessant, bin ich dir ehrlich. Und ich finde den da hier von der Skin-Kombo her echt nice. Aber irgendwie, der erste haut mich ein bisschen mehr um. Der ist irgendwie was Spezielleres. Ich würde sagen, die beiden sind im Finale. Einmal der Clown und einmal der da hier. Zack. Ihr dürft nochmal zu einem Dance-Battle antreten und nochmal beide beweisen, was ihr drauf habt. Tanzt einfach mal. Macht einfach nochmal euren Dance-Battle-Mode, mit dem ihr jetzt alle überzeugen wollt. Der Chat darf entscheiden, Freunde. Wer soll gewinnen? Wer soll gewinnen, Freunde? Einmal der hier links, der jetzt gleich noch ein Emote macht. Dann eine 1 in den Chat. Soll der gewinnen, Freunde? Dann jetzt eine 1 in den Chat. Soll der hier rechts gewinnen? Dann jetzt eine 2 in den Chat. Thema ist Halloween. Böse. Schreibt rein, Freunde. 1 für den hier. 2 für den Herrn hier. 1, 2, Trey schreibt 2, Ahmad schreibt 2, Wolfi schreibt 2. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, fettes GG an den Clown. Sehr, sehr, sehr nice. Er hat mit dem letzten Emote jetzt gerade alles zernommen. Ich glaube, Togi, das müsste ich nachschauen. Rocky Shelf 7, herzlichen Glückwunsch. GG. Richtig, richtig geile Kombo. Ehrlich, ich fand deine Kombo sehr nice. GG. Ich fand die Kombo richtig nice. Wir machen weiter, Freunde, direkt. Machen weiter. Lasst alle nochmal ein Like da, Freunde. Wir haben gerade 66 Likes. Ich sag euch ehrlich, Freunde, 70 Likes würden schmecken. Togi müssen wir reinlassen. Togi, wie hieß du nochmal? Also auf deinem anderen Account. Du wolltest ja reinkommen. Mach Customs. Nee, zu früh, Bro. Viel zu früh. Läuft gerade gut. Ehrlich, läuft gerade echt gut. Lad mich ein auf diesen Dreier. Bro, ich weiß nicht, wie du heißt. Dein Name. I need your name. Your name. Bist du dieser Lord Arthur? Wer soll raus aus Lobby? Niemand. Wir machen Teams nochmal. War ganz gut eigentlich. Also letzte Runde. Mein Gott, war ein Stream ist beim Start, aber lief trotzdem gut. Da ist der. Bitte niemanden einladen, okay? Luca Siebert und Creed Skill Kappa. Bitte niemanden einladen, danke. Soll ich jetzt bereit machen? Jetzt schnell bereit machen, Freunde. Luca bereit machen und Creed Skill Kappa bereit machen. By the way, Luca und Creed Skill, ihr beschützt echt gut gerade. Also Respekt an euch beiden. Und Togi auch, natürlich. Aber dich habe ich mal jetzt nicht gelobt, weil die anderen das erste Mal beschützen beide. So, Freunde, 9944 ist der Code. Was für ein Thema sollen wir nehmen, Freunde? Sollen wir Thema... Nehmen wir Thema Tier. Wer aber kein Tier hat, der soll, nehmen wir Thema Tier. Nehmen wir Thema Tier oder Rot, okay? Also wer kein Tier-Skin hat, kann auch irgendwas Rotes nehmen. Also, Freunde, Thema ist Tier oder Rot. Kommt alle rein. Ich gehe ganz schnell Pipi machen. Ich bin sofort wieder da. Während ich weg bin... Würde ich sagen, tanzt Creed Skill Kappa irgendein Emote, okay? Creed Skill Kappa, du darfst irgendein Emote tanzen und der Chat muss erraten, wie der heißt, okay? Und Freunde, lasst alle einen Like da, lasst uns nochmal die 70 Likes vor Start knacken. Creed Skill Kappa, die Bühne gehört dir!
So, ich bin back. Creed Skill Kappa hatte, glaube ich, keinen Bock zu tanzen, kann das sein? Creed Skill Kappa hatte aber dieses andere keinen Bock. Aber egal, scheiß drauf. Freunde, 3 Likes noch, dann haben wir es geschafft. Ich gucke mal ganz kurz, Freunde, wie viel noch fehlen, dass wir die 27.600 ausknacken. Boah, Freunde, wisst ihr was? Wisst ihr was? Es fehlen einfach noch 30 Abonnenten. Wisst ihr, was heißt, Freunde? Wenn ihr noch nicht abonniert habt, kurz nochmal alle abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Würde mich freuen. Küssle geht raus. Dankeschön. Ehrenmann, freut mich sehr. Bam, 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 bam. Die Yeshua Merry Christmas. Genau, Freunde. Kommt rein, dann legen wir jetzt hier auch gleich los, auf entspannt. So, schauen wir kurz noch was nach. Switchen wir hier rüber, dann können wir hier wieder weitermachen. Ich höre dich doppelt. Wahrscheinlich einmal über Livestream und einmal in-game. Bro, sehr wahrscheinlich. Hallo, iRed. Was geht? PlayShorts TV Champ. Moin, moin. Imagine, man ist Mod, hat aber noch nicht abonniert. Ah, das wäre schon witzig. Genau, also ich denke mal, du hörst mich in der Lobby und im Stream. Dann mach Stream leise. Mach den Stream leise und dann ist alles gut, Bro. Dann sollte eigentlich alles klappen. Oder du machst mich in-game leise, aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber irgendwie geht es bestimmt. Ich hab den Stream schon komplett leise, okay, komisch. Dann leckt vielleicht irgendwie gerade ein Game, das kann auch sein. Freunde, macht nochmal die 70 Likes voll. Einfach nochmal hier die 70 Likes voll machen, Freunde. Support ist kein Mod, Freunde. Wie lange bin ich nur ein Abonnent bei dir, Bro? Ich kann es nicht sehen. Du musst die Abos auf öffentlich haben und dann irgendwo kommentieren, dann kann ich nachschauen. Irgendein Video oder so. Oder Stream geht auch. Du, Freunde, Thema ist Tier oder Rot. Also wer nichts Tierisches hat, kann gerne was Rotes nehmen. Wer keinen Bock hat, was Tierisches zu nehmen, kann auch gerne was Rotes nehmen. Wer keinen Bock hat auf rote Sachen, könnt ihr gerne Thema Tier nehmen. Boah, Freunde, bei uns heute Morgen. Ich bin aufgestanden um 6.40 Uhr, glaube ich ungefähr. 6.40 Uhr. Ich bin aufgestanden, draußen arschkalt, Junge. Wirklich, es waren irgendwie, was weiß ich, 7 Grad, 6 Grad. Es war wirklich arschkalt. Ich komme mit dem fettesten Pulli von der Schule bei 22 Grad. Also heute war sehr warm. PlayShots TV, danke für ein Abo. PlayShots TV Champ, danke für ein Abo. Ich küsse dein Herz. Ist heute 10 Uhr. Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Verlosung. Bei mir gibt es, Freunde, ja, so bestimmte Punkte, die man sich im Chat verdienen kann. Die Punkte verdient man sich, indem man den Stream schaut. Und ich würde sagen, wir verlosen jetzt einfach ein paar dieser Punkte. Die Punkte, Freunde, kann man dann später eintauschen gegen V-Bucks aus dem Fortnite-Item-Shop. Kriegt man dann ein Geschenk. Wie genau das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich, Freunde. Erstmal machen wir die Verlosung. Und um teilzunehmen, Freunde, schreibt einfach, ich würde sagen, schreibt einfach Hashtag, ja, schreibt einfach EP in den Chat, okay? Einfach EP in den Chat schreiben. Ein E und ein P in den Chat schreiben. Ganz einfach. Ganz einfach. Also keine Ferien, nope. Baden-Württemberg sagt nein. Bilde einen Satz, aber ohne ein Argens. Was für Argens? Also, Freunde, macht kurz alle mal mit. Wir hauen 500 Ei-Punkte raus an denjenigen, der jetzt gewinnen sollte. 500 Ei-Punkte, Freunde. Ich erkläre euch mal auch ganz kurz das System, wie das Ganze funktioniert. Also, Freunde, bei mir gibt es Punkte, die kann man sich verdienen im Chat, indem man den Stream ganz normal schaut, ganz normal hier am Start ist. Und wenn man jetzt hier im Chat, Freunde, zack, wir machen es mal live vor, Ausrufezeichen EP eingibt. Da muss man ganz kurz warten. Und dann kommt gleich eine Message, wo steht, wie viele Punkte ihr habt. Die kommt von meinem Benutzer hier. Ihr seht jetzt hier, Iron, du hast den Stream so und so lang geschaut und hast somit so und so viele Punkte. Ich habe jetzt hier sehr viele Punkte, ja. Ich habe mir hier ein paar gecheatet, damit wir die immer wieder an euch verlosen können.
Diese Punkte, Freunde, könnt ihr gegen V-Bucks eintauschen. Ab 2000 Punkten, Freunde. Das ist ein grüner Emote. 2000 Punkte ist ein grüner Emote. Und ich sag mal so viel, Freunde, man verdient sich die Punkte einfach. Und zweitens, wir machen oft Verlosungen. Also wer irgendwie mal Bock hat, was weiß ich, einen grünen Emote oder so aus dem Itemshop zu kriegen, einfach aktiv sein, die Punkte sammeln. Und jetzt hauen wir ja schon 500 Stück raus, Freunde. 500 Stück werden jetzt rausgehauen. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt schon 1500 hat, nochmal 500 oben drauf kriegt, dann hat er schon seinen grünen Emote auf entspannt. Und man verdient sich die wirklich sehr schnell. Und was? Oha, das ist echt cool. Der ist neu. Alter, der ist echt geil. Und was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, Freunde, es gibt teilweise wirklich schon Leute, die haben sich 20.000 Punkte verdient. Rocker Group auch schon bei 6.000 Punkten, echt sehr stark. Aber es gibt Leute, die haben bis zu 20.000 Punkte. Also schon einen goldenen Skin eigentlich. Wir lösen auf, Freunde. 3, 2, 1, der Gewinner. Verschiedene Edits. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Herzlichen Glückwunsch. Ich gönn's dir von Herzen, Bro. Ich gönn's dir von Herzen. Verschiedene Edits. Zack. 500. Zack. Ach komm, Freunde, weil es so schön war, direkt noch einmal. Lakwinder Singh, du kriegst auch nochmal 500. Come on. Weihnachten ist nur einmal, Freunde. Weihnachten ist nur einmal. Es ist nicht mal Weihnachten, aber okay. Oh, ich habe leider ein Hashtag gemacht. So, jetzt. Lakwinder, jetzt solltest du sie kriegen, Bro. Kriegst du die jetzt doppelt? Ich glaube, du hast die nicht gekriegt wegen dem Hashtag. Also, denke ich mal. Jawohl, Lakwinder hat geklappt. Sehr nice. Nochmal. Ah, zweimal reicht, Bro. Wir können gerne gleich nochmal eine machen, okay? Also, Freunde, wenn ihr Bock habt, wir können gleich nochmal ein paar raushauen. Krieg ich auch gleich, okay? Freunde, wir machen, wenn ihr wollt, gleich eine Kollektivverlosung. Wisst ihr, was es ist? Es bedeutet, dass jeder einzelne Punkte kriegt, okay? Das können wir machen. Aber dann können wir auch nicht übertreiben. Also, ich kann nicht sagen, jeder kriegt 500 Punkte. Wir können aber sagen, jeder, der im Start ist, kriegt 50 Punkte. Das ist doch fair, oder nicht? Das ist doch fair, Freunde, oder nicht? Freunde, bitte nicht mehr EP in den Chat schreiben, okay? Verlosung ist vorbei. Freunde, machen wir einen Deal ab, okay? Machen wir einen Deal ab. Ich sehe, ihr seid heiß auf Verlosungen. Ihr habt Bock auf Verlosungen. Ihr habt echt Bock, hier was zu gewinnen. Sehe ich gerade. Moderator 100, Mitgliedschaft 100, normal 50 vielleicht. Nein, wir machen 50 für jeden, okay? 50 für jeden. Wie kann man den Code eingeben? Camo, ich erkläre dir das nach der Runde. Ist das okay? Dann warte nach der Runde, Bro. Bleib dran, dann kann ich es erklären. Wenn ich es jetzt erkläre, ist es ein bisschen schlecht, weil dann hast du keinen, nichts zum Veranschaulichen. Also du klickst dort, wo du deinen Modus auswählst, wo du Teams auswählst, Arena auswählst, was auch immer. Wählst du halt erstmal deinen Modus aus. Bei mir jetzt Teams, also wir zocken gerade in Teams. Dann klickst du unten auf benutzerdefinierter Schlüssel. Das steht dort unten auf so einem blauen Knopf. Also es ist wirklich, Bro, vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber an sich wirst du merken, wenn du es einmal gemacht hast, ist echt nicht schwer. Und dann gibst du dort den Code ein. Aber ich werde dir nach der Runde alles genau zeigen, okay? Aber erinnere mich bitte, okay, Bro? Bitte erinnere mich. Ich will nicht hier vergessen, dass ich dir sagen wollte oder zeigen wollte. So. Perfekt. Aber du kannst ja mal gucken, vielleicht findest du es ja auch so. So. Da gerade die Frage kam, Freunde, wie man hier Mod wird. Man muss aktiv sein. Den Stream schon sehr, sehr lang eigentlich schauen. Aktiv sein, dem Chat helfen. Wenn ich sehe, ihr habt Bock, ihr wollt Mod werden, ihr seid sehr aktiv und ihr erfüllt alle Voraussetzungen, die ein Mod erfüllen muss, dann, Freunde, steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Dann könnt ihr Mod werden, auf entspannt. Also, Mod werden ist echt nichts Schweres. Wenn man sich echt so komplett den Arsch aufreißt und... Ey, stopp! Das ist mein Mate. Hat einfach mein Mate gekillt. Die No-Skids sind Beschützer, by the way. Also, Luca Siebert, die haben dich gerade zu Unrecht getötet. Nicht wundern. Aber dieser Deadpool ist mir eine Frage, wer das ist. Also,
Wer dieser Deadpool ist? Das bleibt mir ein Rätsel. So, Freunde, stell dich mal alle oben auf in einer Reihe. Ich baue oben jetzt schon mal hier die Treppen auf und dann geht's los, okay? Wer gleich nicht in der Reihe steht, wenn ich jetzt hier anfange, der wird getötet. Und der grüne Superheld ist auch Beschützer, okay? Den bitte auch nicht töten. So. Zack. Ja, easy, Chat, easy. Also, Freunde, alle mal aufstehen, dann geht's gleich los. Oh, ich hab gefällt. Jetzt. So. Also, Chat, alle aufstellen, dann geht's los. Beschützer kommt hoch, wenn ihr nicht oben seid. Aufstellen, dann geht's los. Okay. Thema war rot oder Tier, gell? Ah, ich finde den Skin echt cool. Rot, ja, das. Ja, doch. Safe Call, das passt safe. Aber. Kein Backbling leider, Bro. Ich kann dich nicht weiterlassen, wenn du keinen Backbling hast. Sorry, Laura. Colorblind. Oder? Laura. Laura war das, glaube ich. Oder Lara. Lara oder Laura? Bruh. Jetzt bin ich gerade komplett lost. Tut mir sehr leid. Tier, ja, kann man auch zu Tier zählen lassen. Gefällt mir auch. Du bist weiter. Kann man zu Rot und zu Tier zählen lassen. Du bist weiter, du bist weiter. Die nicken alle. Was nickt ihr alle? Du bist weiter. Du bist... läuft Verlosung noch? Jetzt gerade nicht, Manny. Du hast leider keinen Backbling. Alter, bei mir, Galaxy. Galaxy, bei mir der Galaxy-Skin. Hallo, hä? Kree Skillkappa. Ich werde gerade einfach hinter seinem Rücken getötet. Was macht der? Der schießt unten weiter. Der ist runtergeslidet bei meiner Karte, der Galaxy-Skin. Lukas Cyborg, das, was gut wäre, was du machen könntest. Meine Karte nehmen. Ah, oh, du hast die Karte schon. Dann startet mich kurz neu. Startet mich kurz neu. War, glaube ich, nur ein Streamster, aber solltet ihr hinkriegen. Bro, starte mich neu, was machst du? Oder Rocker Cooper, wie du willst. Ist egal, wer. So. Halbe Stunde, dann machen wir Custom Games rein, okay? Also, wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen Skin Contest. Danke fürs Hochholen, Ehre. So, stelle ich alle mal wieder auf in einer Reihe. Ich war gerade bei euren Emotes, gell? Alle aufstehen in einer Reihe. Bitte nichts kaputt machen, okay? Ich dachte gerade, es war der Galaxy. Ich schwöre, der sah gerade aus wie der Galaxy. Wäre der Galaxy zurück. Alle aufstehen nochmal und macht mal euren Emote. So. Alright. Ah, safe, du bist weiter. Bist weiter? Okay, Tokyo Leonard hat gerade einen getötet. Beschützer, könnt ihr vielleicht Creed Skill hochholen? Wäre ganz gut, du bist weiter. Hm, weiter. Ja, ist schon ganz nice. Weiter, weiter. Weiter. Du bitte tanzen. Ich habe deine Emote nicht gesehen. Tanzen, Bro. Hm, die krallen. Bisschen langweilig, ist halt der Emote von dem, glaube ich. Also sollte zumindest der sein. Du bitte tanzen. Mhm. Ist okay, aber keine Ahnung, haut mich nicht so um. Oh, lecker. Freunde, wir müssen in die Zone. Ich schau mir schnell alle an, ist da irgendeiner dabei, der mir... Ja, ich schau mir gleich nochmal kurz eure Emotes in der Zone an. Wir müssen in die Zone, Freunde. Komm mal mit, alle mitkommen. Wir gehen mit diesem Teil, mit dieser Röhre. Wegen der Kacke. Lowi! Ey, er haut 1 Euro aus. Danke, Lowi, für den Euro, aber das wäre echt nicht nötig gewesen, Bro. Wegen welcher Kacke, Bro? Wegen welcher Kacke? By the way, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Jojo, was geht? Was geht? Cesei, herzlich willkommen. Aber Lowi haut einfach 1 Euro raus. Ehrenmann. Hacke, ach so. Die Hacke, ja, Bro, gerne. Die hast du dir verdient, Bro. Du hast stark gespielt. Du hast sehr stark gespielt. GG. So, Freunde, wir machen hier auf diesem Berg weiter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Euro. Ich küsse dein Herz. Vielleicht nehmen wir noch Cesei. Dann sage ich ab jetzt Xei, okay? Xei. Xei ist doch der Name, oder? Nee, Gabriel Rütten. Ja, wusste ich doch, Bro. Ich wollte ihn nur ein bisschen verarschen.
Bro, natürlich wusste ich das. Ich wollte dich nur ein bisschen pranken. Ich wollte dich ein bisschen pranken, okay? Okay, Bro. Ein bisschen pranken. Hielt euch alle hoch gegen die Stream-Sniper, dass ihr da schön immun seid. So, Freunde. Dann könnt ihr nämlich, da ist auch die Doni. Dankeschön, Doni. Vielen, vielen Dank. Verschiedene Edits, moin, bester. Was geht, Bro? Freunde. Macht mal alle eure Sprays. Komm, ich schau mir mal eure Sprays an. Ihr habt jetzt eure Emotes gemacht. Ich fand kein... Was macht das Rift denn da? Macht mal alle eure Sprays hier irgendwo auf den Boden und stellt euch drauf. Ja, Freunde, heute war ein sehr, sehr, sehr stressiger Tag für mich. Sehr stressiger Tag. 4 Stunden lang habe ich eine scheiß Klassenarbeit geschrieben. Wie kommt der denn so weit? Ist der denn so weit gekommen? Sehr gut. Vor allem, wie ist das Auto? Ach komm, muss ich nicht wissen. Muss ich nicht verstehen. Und dann kommt noch ein Auto. Sehr stark. So, Freunde, alle mal einen Spray machen. Lobby, Avi! Dankeschön! Kuss geht raus. Digga, Lobby, ich küsse dein Herz. Haut der hier noch einen Raid raus? Haut der Mann hier noch einen Raid raus? Frontgamer Army, Lowy Army, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Werde ich gerade von 2 verschiedenen Leuten geradet? Was geht jetzt ab? Ich küsse doch euer Herz. Lukas, Monkey, Tilian, Kuss geht raus. De, Alex, Olti Gamer, Kuss geht raus. Digga, was geht jetzt ab? Warte, fangen wir mal an. Thema Rot oder Tier. Ja, ist okay, ist rot. Alter, what the shit, was geht jetzt ab? Ah, es ist kritisch. Wo sind meine Beschützer, meine Undercovers? Vielen, vielen Dank, Lowy. Jetzt habe ich keine Mets mehr. Das war's komplett. Macht alle mal euer Spray auf den Boden und stellt euch drauf. Da unten, gell? Monkey, danke für ein Abo. Kuss geht raus. Ja, Freunde, es ist mir viel zu kritisch hier gerade auf dem Berg. Nein, ich habe keine Mets mehr. Das gibt's noch nicht. Ja, er ist down. Hab ihn. Stream Sniper ist down. Zumindest einer. Wie es mit dem anderen aussieht, weiß ich nicht. Der andere ist hier gerade, glaube ich, am abhauen, wenn es der Stream Sniper ist. Hab ihn. Alles gut. Alles Roger. Freunde, kommt mal ein bisschen mittiger in die Zone. Achtung. Komm mal ein bisschen mittig in die Zone. Bald einfach 20k Punkte. Sehr stark, Lobby Ami. Dankeschön, Hayate Jen. Was geht, mein Moin? Bro, abgehoben, nicht mal meine Spende gemerkt. Bro, ich war gerade komplett in meinem Fokus. Ich küsse doch dein Herz. Warte mal, wir simulieren sie extra nochmal, okay? Weil ich gerade gar nicht reagiert habe auf die Donation. Ich habe mich gerade so aufs Game konzentriert. Ich war gerade in meinem Element. Ich schwöre, Bro. Ich schwöre auf mein Leben. Ich war gerade komplett in meinem Element. Dafür blenden wir sie jetzt aber nochmal ein, okay? Warte. Vielen, vielen Dank, Bruder. Ey, Digga, das gibt's nicht. Nochmal 1 Euro. Das gibt's ehrlich nicht. Relaunch, jetzt. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank für 1 Euro, Bruder. Digga, das gibt's nicht, Bruder. Warum haust du hier 2 Euro raus? Warum? Warum, Bro? Warum? Das ist schon ein grüner Emote aus dem Itemshop, Bro. Er haut hier 2 Euro raus. Was ein Ehrenmann. Freunde, stell dich mal alle in einer Reihe auf. Schade, Lowy, hab Mitglied bei dir geholt und werde nicht bemerkt. Schade. Okay. Das ist aber eine Sache zwischen dir und Lowy. Die hat hier nichts verloren. So. Warte. Wir müssen ein bisschen größer machen. Das ist ein bisschen klein. Deswegen mache ich es gerade kaputt. Wir müssen ein bisschen größer machen. Ich würde das vielleicht wegfahren. Vielen, vielen Dank, Lowy. Macht alle mal euer Spray hier in diesem Kasten. Digga, das gibt's doch nicht. Von wo? Hä? Ja, da oben. Die sind da oben. Bisschen aufpassen. Wir gehen mal in die Zone, Freunde. Warte. Komm mal nochmal mit in die Zone, Freunde.
Wie hieß ich gerade, Johann Bruder, ich leide nicht an Alzheimer, keine Angst. Also so einfache Fragen, Bro. Du hast mir gerade eben gesagt, dass du deinen Namen wieder ändern wirst, von daher. Alle mal mitkommen. Ich habe doch sehr viel Ahnung von YouTube, oder? Bro, was soll ich darauf antworten? Kann sein. Was soll ich darauf antworten? Also als Mod, Bro, als Mod bist du echt eine 10 von 10, sag ich dir ehrlich. Als Mod, du bist ein sehr, sehr guter Mod. Wirklich. Ohne hier andere Mods zu disrespecten, du bist echt ein sehr guter Mod. So, dann, Freunde. Hier, okay? Wir machen hier einfach mal so eine Reihe. Macht einfach mal alle eure Sprays. Einfach mal alle eure Sprays machen auf dem Boden, Freunde. Alle eure Sprays machen auf dem Boden. Bruder, was ist das? Was ist mit meinen Beschützern los? Alle down oder was? Digga, ihr seid ja auch am Arsch der Welt. Ihr seid ja auch wirklich am Arsch der Welt. Also Freunde, alle mal schnell Spray machen. Ey, das wird aber sehr risky. No Skin, Bro. Achtung, da oben können welche kommen. Lowy, nochmal mit einem Euro. Ehrenmann. Ha, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt gerade war ich nicht in meinem Element. Bruder, das gibt es nirgends. Ich raff gerade echt gar nicht mehr, wo die kommen. Ich raff gerade ehrlich gar nicht mehr, von wo die kommen. Vorhin habe ich noch gerafft und jetzt aber nicht mehr. Die müssen ja irgendwo in der Nähe sein. Die werfen ja die ganze diese Granaten und... Da vorne, oder? Freunde, probiert euch mal zu saven, okay? Probiert mal so zu überleben, so gut es geht. Sind die von diesem Schiff da oben, oder was? Ja, ja, beim Luftschiff, gell? Hat zwei Hits. Ja, der ist cracked. Der ist cracked. Der ist nicht gut. Der ist echt nicht gut. Das finde ich auch immer witzig bei Stream-Snipern. So, beim Stream-Snipen sind die eigentlich nicht, beim Stream-Snipen killen die mich eigentlich immer. Aber so in einem 1 gegen 1, die würden so auf die Fresse kriegen. Ich könnte meinen kleinen Cousin holen, der ist 3 Jahre alt jetzt, der würde die besiegen. Aber... Bruder, das gibt's nicht. Geh mal runter. Okay, das ist ein Beschützer. Ah, es ist schwierig abzuwägen, Freunde, wo die jetzt gerade sind. Wir können ja eigentlich mal... Ist eigentlich vielleicht eine gute Idee. Lowy, ich sag's dir noch einmal, Bro. Ich sag's dir immer wieder, Lowy. Ich sag's dir immer wieder, Bro. Scheiß doch auf sowas. Schau mal. Du machst dich dadurch nur kaputt, Bro. Durch sowas machst du dich wirklich nur kaputt. Das ist voll okay, Bro. Das ist voll okay. Wenn ich drüber nachdenke, als ich angefangen habe zu streamen, als ich... Wo ist der denn jetzt hin, hä? Bruder, ich check's nicht. Ich check's ehrlich nicht. Der spielt gerade Suchen und Verstecken mit mir. Komm mal mit, Freunde, in die Zone. Als ich angefangen habe mit Stream, so mit 4-5 Kabos, sah es bei mir genauso aus. So. Digga, oh mein Gott. Was hat er mir für ein Headshot gegeben? Nein, schade, egal. Egal, Freunde, machen weiter. Machen noch eine Runde, okay? Eine Runde noch, Freunde. Warum haben deine Videos 720p, aber deine Streams 1080p? Warum hast du nicht Video auf 1080? Ist auch eine gute Frage. Die letzten Videos hatten ja beide 720p. Das lag daran, weil das Stream-Ausschnitte waren. Das waren Ausschnitte aus meinem Stream und als ich das runtergeladen habe, konnte ich das maximal mit 720p runterladen. Freunde, eine Person kann in die Lobby. Wer möchte in die Lobby? Schnell Beitrittsanfrage senden, okay? Schnell Beitrittsanfrage senden. Wir machen noch eine schnelle Runde, Jasmin, okay? Danach Custom Games. Gabriel Rütten will rein. Genau, YouTube erlaubt es maximal in 720p runterzuladen. Keine Ahnung warum. Ist aber so.
bitte bereit machen. Hier. Luca Siebot, bitte bereit machen. Oder bitte erstmal in die Lobby kommen und dann bereit machen. So, Luca Siebot, bitte. Jawohl. Jetzt alle bereit machen. Es geht sofort weiter, Freunde. Okay, es geht sofort weiter. Was der Code verrate ich gleich. Verrate ich alles gleich. Kurz nochmal für Dings, den Bre, der gefragt hat, wie man reinkommt. Schau mal. Du klickst hier einmal auf, wo du deinen Modus auswählst. Hier unten, wo meine Maus gerade ist, steht benutzerdefinierter Schlüssel. Hier klickst du drauf und hier gibst du den Code ein. Den Code werde ich dir gleich zeigen, okay? Da gibst du den Code ein, wählst dann Teams aus, hier ganz normal und machst bereit. Okay? Also, es ist einfach. Es ist echt nicht schwer. So. Ich muss kurz einen neuen Code nehmen, Freunde, weil der alte jetzt leider nicht geklappt hat. Lovi, Bro, aber ich sag's ihm, das macht. Bro, ich schwör's dir, das macht dich kaputt. Das macht dich wirklich kaputt. Ich merk's doch gerade, wie du hier schreibst und so. Das macht dich wirklich kaputt. Du musst dafür sorgen, dass dich das nicht so aufregt, beziehungsweise dass dir das egal wird. Oder dass dir das nicht so wichtig ist, sagen wir mal so. Also Freunde, weiter geht's. 5599 ist der Code. Seid ihr dafür, Freunde? Wir machen eine Abstimmung, okay? Sollen wir nochmal Thema egal machen jetzt zum Abschluss einmal? Was sagt ihr? Sollen wir letzte Runde... Oh, Alter, Chat, ich kann nicht schreiben. Sollen wir nochmal Thema egal machen? Fragezeichen. So, dann machen wir einmal hier ja. Und dann machen wir einmal nein. Und dann machen wir einmal... Mir doch egal. Let's go. Zack, Freunde. Stimmt mal ab. Yalla. Yalla, Freunde. Stimmt mal ab. Ah, Lovi, komm, Bro. Es bringt gerade. Ich probiere dich hier das zu erklären, aber ich glaube, du verstehst mich nicht. Muss ich gemütet sein? Bro, du kannst dich entmuten, aber ich höre dich halt nicht. Freunde, welches Thema? Ja, Thema egal. Easy. Easy. So. Christian Schmidt, danke für den Sub. Kuss geht raus. Freunde, was sagt ihr? Sollen wir einen Code noch raushauen? Sollen wir einen Code raushauen für jemanden? Ein Code, den könnt ihr dann bei epicgames.com einlösen und kriegt dann geil irgendwas Geiles. So. Irgendein Ingame-Item. Eine Spitzhacke, einen Skin. Je nachdem. Also ich werde, Freunde, da... irgendwas dann an den Gewinner senden, was er natürlich nicht hat. Also er sagt mir davor, was er hat, was er nicht hat. Was sagt ihr, Freunde? Machen wir das. Machen wir das. Können wir machen, wenn ihr wollt. Ja. Ja, easy. Dann machen wir das, Freunde. Dann hauen wir einen Code nochmal an euch raus. Okay, Freunde, hauen wir einen Code an euch raus. Der Gewinner bekommt einen Code, den man bei epicgames.com einlösen kann. Und dann kriegt man irgendwas im Spind. Also entweder irgendeinen Skin. Dabei kann es sich um Spider-Man Zero handeln. Oder Harley Quinn, dieser Harley Quinn Rebirth Skin. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was man alles kriegen kann. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo ein Bild. Ich glaube, es war das. Genau. Hier. Man kann irgendeinen Code kriegen, den man jetzt sieht. Hier. Über dem Code. Okay, Freunde. Wir verlosen irgendeinen Code, den ihr jetzt hier links sehen solltet. Also Batman, irgendein Hängegleiter, Harley Quinn, Spider-Man Zero kann ich vielleicht auch nochmal einblenden. Spider-Man Zero, irgendein von denen könnt ihr jetzt gewinnen, Freunde. Um zu gewinnen, schreibt einfach nur Code in den Chat. Wisst ihr was, Freunde? Schreibt einfach nur Code in den Chat. Lovi, ich küsse dein Herz. Lovi, haut nochmal einen Euro raus. Das gibt es ehrlich nicht, Bruder. Das gibt es ehrlich nicht. Also, Freunde, wir hauen einen Code raus, um zu gewinnen. Schreibt einfach Code in den Chat. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, Freunde. Der Gewinner. Und nochmal ein Euro. Digga, Lovi. Vielen, vielen Dank dir, Bro. Vielen, vielen Dank dir. FVM Lovi, Bro. Ich küsse dein Herz. Zweimal, Bruder. Zweimal. Das gibt's ehrlich nicht. Das gibt's ehrlich nicht. Also Freunde, ihr könnt jetzt einen Code gewinnen, der jetzt hier links zu sehen ist. Und nochmal 1 Euro, Digga. Lovi, was geht jetzt gerade ab, Digga? Macht ihr hier gerade Dondoni-Eskalation mit 1 Euro? Vielen, vielen Dank, Bro. Kuss geht raus. So, nochmal, Freunde. Ihr könnt einen Code gewinnen, der jetzt hier links zu sehen ist. Einmal der Batman-Code,
Spider-Man Zero Code, eine Spitzhacke, die zu sehen ist, ein Hängegleiter, der zu sehen ist, irgendwas, was jetzt hier links zu sehen ist, könnt ihr gewinnen, Freunde. Um zu gewinnen, einfach Code in den Chat schreiben, ein Däumchen nach oben auf diesem Stream da lassen, Freunde. Abo auf dem Kanal da lassen, ich glaube aber, das hat sowieso jeder, der hier in den Chat schreibt. Und dann könnt ihr jetzt hier den Code gewinnen, Freunde. Es sind 23 Leute dabei. Ich würde sagen, Freunde, wir warten, bis 30 Leute dabei sind, okay? Ich zeige euch mal ganz kurz. Einfach nur Code in den Chat schreiben. Däumchen nach oben da lassen. Abo da lassen. Ihr alle seid dabei. Also noch nicht dabei. Ringo Sonnenschein. Try Hard for You ist noch nicht dabei. Aber 25 Leute sind dabei. Also ich denke mal, die 30 Leute werden wir easy peasy vollkriegen. Ihr seht, Freunde, jetzt links ein paar Sachen, die man hier kriegen kann. Und ich würde sagen, Freunde, macht mit. Ich wünsche euch allen sehr viel Erfolg. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen. Ah ja, Freunde, was vielleicht auch ganz cool wäre, wenn ihr meinen Creator-Code eintragen würdet. Ich habe jetzt so lange keine Werbung dafür gemacht, Freunde. Aber durch den ganzen Creator-Code-Support von euch finanziere ich mir die ganzen Verlosungen. Das heißt, Freunde, tragt meinen Code ein. IROTYT, Digga. Nein. Lovi haut 2,50 Euro raus. Yo! Digga, was? Ey, Ehrenmann, Bruder. Und schreibt alles gut rein. Er haut 2,50 Euro raus und schreibt alles gut. Ehrenmann. Sü. Oder warst du Sü? Nein. Er hat zweimal 2,50 Euro rausgehauen. Digga, was? LOL. Bruder, was geht ab, Bruder? Freunde, check gerne mal Lovi ab. Kuss. Digga, nein! Nö? Ich bin gerade geistig behindert? Warum wieder... Bruder, das ergibt ja gar keinen Sinn. Digga, danke, Lovi. Kuss geht raus. Also, Freunde, nochmal. Ihr könnt einen Code gewinnen, der jetzt hier links zu sehen ist. Einfach Code in den Chat schreiben. Däumchen nach oben da lassen. Abo da lassen und dann könnt ihr gewinnen. Alter, hat er mich gerade aus der Fassung gebracht. Warte, wir müssen mal ganz kurz seinen Kanal hier öffnen. FVM Lovi. So, ah, da bist du doch direkt bei den Abos, zack. Da muss ich dich nicht so suchen. Freunde, checkt ihn gerne mal ab. Er ist selber Streamer. Lovi, checkt ihn gerne mal ab. Richtiger Ehrenmann, wirklich. Lovi, richtiger Ehrenmann. Streamt selber Skin Contest, Custom Games, Minigames. Im Allgemeinen gerne alle mal abchecken. So, Freunde, also, ich würde sagen, boah, es fehlt noch eine Person, Freunde, eine Person noch. Wir sind bei 29 Teilnehmern, Freunde, also bei 30 Leuten lösen wir auf. Code in den Chat schreiben, Like da lassen, Abo da lassen, Creator Code eintragen, easy peasy, Freunde. Also es ist nicht schwer, hier teilzunehmen. Like da lassen auf dem Stream, Abo da lassen auf dem Kanal, Code in den Chat schreiben. Ich bin gespannt, Freunde, wer jetzt gleich gewinnen wird. Ihr könnt einen Code gewinnen, wie gesagt, der gerade zu sehen war. Ich würde sagen, wir können auch mal hier die Abstimmung beenden, weil die jetzt eh nichts mehr bringt. Wir können aber mal, Freunde, eine andere Abstimmung machen. Und zwar, habt ihr noch Ferien? Machen wir einmal ja und einmal nein. Zack. Stimmt mal ab, Freunde, das würde mich interessieren. Danke für ein Abo, Kuss geht raus. Kuss geht raus, Austrian Treasure Hunter. Digga. Ja, das gibt's nicht. Lovi haut nochmal 99. Bruder. Was? Digga, nee. Nee, 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 nee. Zoe. Zoe! Lovi, Bruder, was machst du gerade? Bruder, was machst du gerade? Die Scheiße wird nicht angezeigt. Bruder, das wurde doch gerade angezeigt, hä, oder? Du hast doch 2,50 raus, aber andere Nachricht. Wurde Sü, obwohl du Code reingeschrieben hast. Bruder, aber trotzdem, Doni wurde angezeigt. Ich küsse doch dein Herz. Digga, ist der gerade am Eskalieren. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Bruder. Das ist nicht normal, Lovi. Rocker Cooper, hau mal den Link von Lovi ein bisschen rein. Come on. Support muss sein. Er spendet hier so viel Geld. Nee, hab noch mehr. Hä, hey, what the shit, Digga? Okay, das ist kurios. Freunde, wir lösen auf, okay? Wir lösen auf, wir lösen auf. Ich hab's euch versprochen, bei 30 Leuten, wir sind sogar 36 Leute gewonnen. Kritischer Hase. Wir lösen auf in 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Soll ich einen auf Max Emre machen? Nein. Wisst ihr, was Max Emre sagen würde? Wisst ihr, was er sagen würde? Der würde sagen, ich schließe jetzt meine Augen. Bei 1000 Zuschauern rasiere ich mir eine Glatze. Wir lösen jetzt aber auf. Kodoyoya, Digga. Oh, es ist kritisch. Es ist echt kritisch. Ey, Digga, das gibt es ehrlich nicht. Warte. Da kommt der Doni. Lowi nochmal mit 2,50 Euro. Das gibt es nicht, Bruder. Aber das war das mit Code, gell? War das das gerade mit Code? Ich glaube, mein Bot ist gerade anders am Buggen. Kotoyoya hat gewonnen, aber Bro, ich kann dir keinen Code geben, weil die Codes, die du jetzt gerade gesehen hast, die alle hast du, glaube ich. Ich glaube, die hast du alle, Bro, oder? Warte mal. Batman Skin. Ich muss gucken, ob der noch bei Ennebar. Warte, ich guck kurz. Oder wir starten rein, ich guck nebenbei. Weil wir erwarten gerade schon unnormal. Wir machen kurz den hier. Ennebar. Batman. Skin. Ja, es gibt halt das ganze Set. Dann habe ich ein paar Codes. Kritisch, Bro, kritisch. Gibt es nur den Batman-Skin? Ist das ganze Set? Die anderen Codes brauche ich eigentlich gar nicht. Die können wir dann verlosen. Aber der ist da nicht mal dabei. Bruder, der ist da nicht mal dabei. Der ist da nicht mal dabei. Schau mal, warte. Kotoyoya, schau mal, was ich meine. Es gibt dieses Batman-Set, aber da ist Harley Quinn. Das da und das da. Ich glaube, der Batman-Skin ist da gar nicht dabei. Oder doch? Batman Zero Skin DLC. Also ich bin gerade maximal verwirrt. Ich bin froh, ich habe endlich... Ey, Freude, Verlosung ist vorbei. Ich habe endlich meine Michael Myers Maske bekommen. Ey, stark, Bro, cool. Michael Myers... Nein! Lowi! 12 Euro! Alter! Gleich 25. Alter Verwalter, Lowi! Bruder, was? Was, Digga? What the shit? Bruder, 12 Euro, yo! Rocker, baller mal den Link von Lowi rein, komm. Auf Ehrenbruderbasis. Wenn du gerade nicht in der Runde bist, ansonsten mach nach der Runde. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. 12 Euro. Junge. Lowi, wofür? Wofür spendest du hier 12 Euro, Bruder? 12 Euro, Digga. Das sind, was weiß ich, 1500 V-Bucks, Bro. Alter. Kotoyoya, wir schauen gleich, okay? Ich schau gleich nach der Runde, was ich dir geben kann. Aber Bro, die Standardsachen, so, die hast du alle. Die Standardsachen hast du alle. Digga, was, Digga? 12 Euro. Bruder, yo. Übertreibt der einfach komplett. Ja, wir gucken mal. Bruder, aber es gibt es echt nicht, wie viel Glück eine Person bei so Verlosungen haben kann. Kotoyoya, genau du. Ja, du Schlingel. Nein. Lowi, 50 Euro nehme ich nicht an. Auf keinen Fall. Bruder, wenn du hier 50 Euro spenden solltest, nehme ich nicht an. Das kann ich nicht annehmen. Ich kann jetzt zwar keine Donations zurückschicken, aber mach das nicht, Bro. Ich sag's dir jetzt schon im Vorhinein, mach das nicht. Also, Freunde, alle oben aufstellen, es geht los. Dankeschön für die 12 Euro, Lowi. Vielen, vielen Dank. Das ist schon wirklich viel zu viel. Wirklich, wirklich viel zu viel. Ich danke dir von ganzem Herzen, Brudi. Aber das ist echt nicht selbstverständlich und... Hilfe. Hilfe. So. Also, Freunde. Alle aufstehen in einer Reihe. Come on. Noch nicht ganz eine Reihe. Da ist der Galaxy Skin. Ich weiß jetzt nicht, ob das der von der letzten Runde ist, der mich gekillt hat. Ist jetzt eine gute Frage.
Ist es der von letztem? Ist es dieser? Ist es nicht der, glaube ich? Ich glaube, oder? Ich glaube, es ist nicht der. Oder doch Jojo Pro. Oh, ich weiß es nicht. War das der? Das greift er mich an. So ein Esel. Freunde, stell euch mal alle auf. Es geht sofort los. Es geht sofort los, Freunde. So. Bin dead tot belastend. Aber es leben noch viele. Also ich denke mal, die Runde wird ganz gut klappen. Müssen nur ein bisschen aufpassen, weil da gerade ein paar Leute kommen. Kann ich den Batman Joker für Arian? Dann hat er sich fast alles. Batman Joker. Welchen meinst du? Meinst du dieser eine Batman Skin? Dennis Life, was geht, Bre? Was geht, Dennis? Na, ah, du Hund! Was für einer. Digga, das geht. Freunde, ich glaube, wir machen, oder? Oh, er hat. Nein, hinter dir. Der mit der Maske. Digga. I will dann double timen, was geht? Jo. Schlechter Support, Mania, ja. Ey, was geht? Ich bin's. Wer ist ich bin's? Es gibt Street Sniper, ja, das weiß ich, Bro. Das weiß ich. Ja, den ich hab. Du meinst dieser kleine Batman-Skin sozusagen. Bruder, warte, ich guck erstmal, okay? Ich guck erstmal, ob, ich guck erst, nein. Lovi. Das machen wir nicht, Bro, das machen wir nicht. Bro, nimm die 100 Euro, die du hier, was weiß ich, spenden willst oder so und mach ein geiles Turnier auf deinem Kanal damit. Aber spend sie nicht hier, okay? Ahmed, was geht, Bruder? Alles fit? Wo war ich gerade stehen geblieben? Kotoyoga, wir gucken erstmal, ob es diesen Batman-Skin hat. Wenn der dort dabei ist, dann gebe ich dir den Batman-Skin. Wenn der nicht dabei ist, dann gebe ich halt Arian den anderen Skin. Aber Bro, ich find's cool, dass du Arian was geben möchtest. So. Also, Freunde, stell dich auf. Yalla. Ich habe irgendwie richtig Bedenken bei dem. Dürfte ich Laura wiederbeleben? Kritisch. Sohn kommt halt jetzt gerade. Und der Bus ist gerade schon ausgenutzt, weil Milch hochgeholt wurde. Kritisch. So, also Freunde, hinstellen und dann geht's los. Ja, komm, yalla. Ja, komm. So. Extra für dich Namen geändert. Maschine, Bruder, Maschine. Bruder, ich sag dir ehrlich, der ist nice, ich fühl den. Du bist weiter. Ihr seid alle weiter, bis hier. Du bist weiter. Soll ich dich weiterlassen? Boah, ich weiß nicht. Ja doch, komm. Aber, ich weiß nicht, Travis Scott mit dem Among Us Backbling, I don't know. Passt irgendwie nicht so. Freunde, wir müssen in die Zone, Alter. Komm mal mit in die Zone, Freunde. Wir müssen ganz schnell in die Zone. Wir müssen aber dieses andere schnell in die Zone. Und da unten ist ein Stream Sniper. Oder nee, das ist kein Stream Sniper. Stopp. Luke kann den nicht töten. Das ist ein Beschützer eigentlich, dieser No-Skin. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. So, Freunde, kommt in die Zone. Alle mal mitkommen in die Zone. Ich wurde bis jetzt immer gekillt. Belasten, schade. Wir machen nach der Runde Custom Games, Freunde. Mit Spectator Mode. Also, wir machen hier nicht normales Custom Games. Sondern ich habe einen Account von Epic Games bekommen. Nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank an Epic Games, dass sie mir sowas überhaupt ermöglichen. Das ist nichts Selbstverständliches. Und ich bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Den habe ich von Epic Games bekommen. Und da machen wir gleich Custom Games drauf. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, Freunde, gucken wir gleich, was wird. Kommt alle in die Zone. Hi, bin Mädchen, das Handy gehört mein Stiefvater, aber mein richtiges Handy ist leer. Was geht? Herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist. Jasmin wiederbelebt mich. Kann sie machen, wenn sie es schafft. So, ich heal mal ganz kurz hier Dings hoch. Luca. Ah, der Coolboy ist immer am Stream snipen. Komm schon, bitte. Oh mein Gott, das war gerade anders eng. Dankeschön für die Waffe. Das Explosion-Schleimwerfer. Ist hier noch was drin? Jawohl, immerhin ein bisschen was. Immerhin etwas. Nein, komm, in 10 Minuten da. Bruder Lovi, wenn du jetzt was Verrücktes vorhast, dann lass es sein, Bro. Ich hab dir eine Idee gegeben. Nimm das Geld, was du hier vorhast zu spenden. Gönn dir irgendein geiles Spiel oder mach irgendein geiles Turnier für deine Community oder so. Aber spend es doch nicht hier, Bro. Danke fürs Hochholen.
So, Freunde, wir gehen nochmal in die Zone. Kommt mal mit. Kommt mal mit, Freunde. Alle mitkommen. Beschützer fühle ich nicht so. Echt? Ich finde meine Beschützer eigentlich ganz gut. Gerade. Wurde runtergeschubst von schwarzer Katze. Belastend. Freunde, yalla, ab in die Zone. Ab in die Zone. Alter, wir laufen die ganze Runde einfach der Zone hinterher. Du hast mir auch mal was donated, Bruder, aber du musst doch nicht so eskalieren. Bruder, du musst doch nicht so hart eskalieren. Komm, 1 Euro, 2 Euro. Aber Bruder, so viel, Digga. Einfach 12 Euro gespendet. Insgesamt heute, ich glaube, 25 Euro gespendet, Digga. Und du hättest noch mehr gespendet, hätte ich dir das jetzt nicht gesagt, Bruder. Also, vielen, vielen Dank, aber echt nicht nötig. So, Freunde, ab geht's in die Zone. 30 Euro insgesamt, glaube ich. Ich glaube, ja, 25, 30, sowas. Ich schaue gleich, ich schaue jetzt kurz. 29, 71, Digga. 29,71 Euro. Gleich insgesamt 50 Bits. Bro, nein. Digga, nein. Wenn es wirklich passieren sollte, dann hört man zwar zum allerersten Mal meinen neuen 25 Euro plus Donation Sound, aber Bro, macht es nicht, bitte. Ab geht's in die Zone. Bisschen tiefer in die Zone fahren, okay? Einfach ein bisschen tiefer. Einfach ein bisschen tiefer. Ja, noch ein bisschen tiefer. Rocker Cooper, baller mal den Link von Lovi ein bisschen rein, okay? Support ist kein Mord. Er hat hier so viel Geld gespendet und er ist ein YouTube-Kollege. Wenn du seinen Link hast, baller ihn ein bisschen rein. Dann würde ich sagen, meine Freunde. Moment, nehmen wir uns vielleicht hier ein bisschen Metz nochmal mit. Würde ich sagen, können wir eigentlich hier zu Ende spielen, oder? Was sagt ihr, Freunde? Easy. Ja, easy, Chat. Easy peasy. Das ist der. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht, was für einen Link du da reingeballert hast. Ah, geil. Ja, aber das ist der richtige Link. Das ist der richtige Link. Stream Server ist gut, super, ja. Ich hab's gemerkt, Bruder. Was geht mit neuen Luca Fortnite? Herzlich willkommen, Bro. Luca Seabot, vielleicht schaffst du es ja noch, uns zu holen. Bruder, soll der Name Seabot heißen oder soll das Cybot heißen? Wahrscheinlich Cybot, oder? Wenn Cybot ist, dann spring mal. Ah, okay. Das heißt, Cybot soll es heißen. Alles gut. Aber schreibt man es echt so, Cybot? Mit E? Also Seabot? Schreibt man es ehrlich so? Kid Fury, moin moin. Freunde, check mal alle Lovi ab. Rocker Cooper hat gerade den Link reingeballert. Der Bre Rocker Cooper hat gerade den Link reingeballert. Was ist Code? Luca Fortnite verrate ich dir nach der Runde, Bro. Nach der Runde, Chat. Dr. Krabs, nicht danach fragen, Bro. Nicht danach fragen. Wie gesagt, fragen bringt nichts. Danach Custom Games. Kommt drauf an, Freunde. Auf was hättet ihr mehr Bock? Hättet ihr mehr Bock, dass wir jetzt Custom Games machen oder Skin Contest nochmal? Also Custom Games mit Spectator Mode wäre schon anders sick, oder? Custom Games mit Spectator Mode wäre halt schon lecker. Wäre halt schon sehr schmackhaft. Ich glaube, der wird mich hochkriegen. Dankeschön, Luca Fortnite. Ich küsse dein Herz. Wir machen Custom mit Spectator Mode, okay, Freunde? Mit Spectator Mode. Das ist anders lecker. Danke für ein Abo, Luca Fortnite. Du bist so eine Maschine, Bruder. Du bist so eine Maschine. Der Zersieber beobachtet. Let's go. Digga, Luca Cybot, wenn du das schaffst, du bist ein König. Ein bisschen aufpassen, ein paar Leute vor dir.
Jetzt, zieh durch. Zieh durch, mein Junge. Zieh durch. Egal, was passiert. Komme, was wolle, okay? Komme, was wolle, zieh... Nein. Okay, bei sowas nicht durchziehen. Bei sowas nicht durchziehen. Oh mein Gott, Alter. Ist es gerade risky? Bruder, ist es gerade risky, was du machst? Aber die haben nicht hochgeheilt, die Ehrenmänner. Ja, Slixy Bro ist nicht witzig, ist ehrenlos. Das ist ehrlich ehrenlos, Bro. Du hast hier mitgemacht bei ganz normalen Runden und jetzt streamst du, Bro. Das geht nicht. Er hat es einfach geschafft. Bruder, ich würde sagen, alle, die noch am Leben sind, kommt mal hier zu mir her. Komm mal hier zu mir her, ich baue mal hier. Ja, komm. Alle, die noch am Leben sind, kommt mal her. Ich habe hier mal so eine kleine Art Plattform aufgebaut. Alle, die noch am Leben sind, kommt mal zu mir her. Alle, die noch am Leben sind, kommt mal zu mir her. Viele Grüße aus Österreich. Viele Grüße aus Baden-Württemberg. Deutschland. Danke für die ganzen Sachen. Korrekt. Alter, der bereichert mich ja unnormal. Wer bist du, Bro? Swiffy. Bra, Swiffy Ehrenmann Slixy, aber Streamsniper, oder was? Swiffy Ehrenmann Slixy. Warte, aber da müssen noch ein paar Leute leben, oder? Da ist safe noch jemand überlebt. Das kann ja nicht sein, das ist keiner. Doch, hier, einer hat überlebt. Ah ja, sind auch noch drei, vier Leute. Drei Leute. Ein paar Leute haben überlebt, immerhin. Immerhin ein paar Leute. So, ich würde sagen, ich schaue mir einfach schnell nochmal eure Emotes und eure Sticker an, okay? Alles andere wird sich nicht lohnen, nochmal anzuschauen. Macht einfach, nein, wir machen es einfach so. Stell dich einfach in einer Reihe auf. Einfach in einer Reihe aufstellen, genau. Ja, so oder halt, dass es passt, also entlang dieser Wand. Entlang der Wand. Und macht einfach schnell euren Emote, euren Tanz und danach euren Sticker. Euren Tanz und euren Sticker. Bruder, was war das? Slixy Streams, aber ist auch gebannt. Er wirkt ehrlich gesagt gar nicht weiner. Boah, Chat. Ich denke, ich muss mich bei irgendeinem Fortnite-Wettbewerb bewerben. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, Chat? Bruder. Also ich habe den ja mal gerade aufgegessen, beide. Zum Frühstück. So, Freunde, weiter geht's. Kommt nochmal alle her, alle, die leben herkommen. Alle, die leben herkommen. Danke für den Biggie Ehrenmann. Und danke nochmal für den Biggie. I crack it. Chat, habt ihr das gesehen? Junge, der ganz krasse. Ey, das war schon krank. Das war schon heftig. Bruder, die Runde geht schon wieder länger als der ganze Stream. Bruder, ich glaube, wir lassen den einfach gewinnen. Wisst ihr was, Freunde? Wir haben eh kaum noch Mitspieler. Der ist am Start, aber wir haben die zwei, okay? Komm, wir machen ein Stechen zwischen den beiden. Wer sieht cool aus? Bitte stehen bleiben, der macht den Emote. Macht mal eure Sticker, ihr beiden. Macht mal eure Sticker, ihr beiden. Der macht den, der ist geil. Und der da hier, bitte Sticker machen. 3, 2, Sticker machen. Jawohl. Ja, der andere gefällt mir mehr. Ah, bruh, die Katze lebt auch noch. Mach mal du schnell. Ja, der macht den gleichen wie das eine Mal. Wolfie, GG. Ja, da hat der... Ja, bruh, da lebt ja auch noch einer. Ja, der gefällt mir trotzdem am meisten. Wir droppen ihm alle Waffen, wir lassen ihn einfach gewinnen. Scheiß drauf. Bruder, was war das für eine komische Runde? Wer auch immer das jetzt hier war, fettes GG an den Galaxy Skin. Hier. Ah ja, der ist knocked. Ich finish ihn kurz, dann gucken wir, wer es war. Achso, ist der Mate von dem. Das ist... Ah ja, perfekt. Wer war es jetzt? Wer war jetzt der Galaxy Skin? Keine Ahnung. Die Runde, die war komplett weird. Also die Runde, Freunde, die war ja mal komischer als komisch. Freunde, jetzt aber Custom Games auf Spectator Account. Jetzt Custom Games, Freunde, auf Spectator Account. Hau rein, Gabriel. Mach's gut. Streamen, das macht keinen Spaß mehr. Ja, das war jetzt echt ein bisschen zäh, die letzte Runde. Also die letzte Runde, Bruder, die war... Der hat sich gezogen wie so ein Kaugummi, sag ich dir ehrlich. Immer neu angesetzt, dann... Ach, Bro. Die letzte Runde, die war echt Krampf. Ich muss ganz kurz die Account-Daten hier rausfischen, Freunde, dann geht's sofort los. So, ich melde mich kurz hier ab auf meinem Main-Account. Freunde, geht sofort los. Geht gleich weiter.
dann Passwort. Passt das? Ich glaube, ich habe es jetzt zweimal eingefügt. Ja. Anmelden. Easy, Freunde. Wir loggen uns gerade ein, Freunde, auf den Spectator-Account von Epic Games und dann machen wir jetzt nochmal eine Runde. Casting ist mit Spectator-Mode. Digga, Lowy ist nicht normal. Lowy ist nicht normal. Er haut 6 Euro raus. What the shit? Digga, zwar ein hoher Ton-Gadget. Hier ist shit, war gerade echt hoch. Bruder, was? Nein. Nein! Was? Bruder, das gibt's nicht. Sui. Das gibt es doch nicht, Bruder. Hat er grad... Lowy, Bruder, was? Nochmal 99 Cent, Digga. Er haut noch zweimal 99 Cent obendrauf. Digga, das gibt es wirklich nicht. Das gibt es doch wirklich nicht. Warte mal. Rocker Cooper macht den Chat voll mit Lowys Link. Komm. Spam seinen Link rein. Yalla. Yalla. Heide yalla. Heide yalla, Bruder. Digga, was geht denn bei Lowy ab? What the heck? Vielen, vielen Dank, Bruder. Nein, Lowy. Lowy. Lowy, Bruder, ich warne dich. Ich warne dich, Bro. Mach den Chat voll mit Lowys Link. Freunde, Custom Games Duo als Spectator Mode, okay? Duo. Bruder, vielen, 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 vielen Dank. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Es gibt es ernsthaft nicht. Wie viel Geld der hier gespendet hat. Hilfe. Hilfe, der Mann hat 50 Euro, mein Gott. Digga, nee, ey. Scheiße. Das sind die Lonis von vorhin, by the way. Vielen, vielen Dank, Lowy. Der Mann hat 50 Euro gespendet, Digga, heute. Ach, du Kacke. Da sind die beiden 1-Euro-Donis. Dankeschön, Lowy. Kuss. Dann noch ein 20er. Nein, Bro. Bro, behalt dein Geld. Bitte, bitte. 50 Euro hast du gespendet, Bro. Das ist so viel Geld. Pro YouTube-Lohn. Bruder, ich küsse. Hat man das gerade gehört? Ich glaube, ich habe mein Mikroarm gerade geschrottet. Danke dafür. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Dings hier verbogen. Aber egal, scheiß drauf. Bruder, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Hi, spiele mit Lennart Kastel. Ehrenmann, wer auch immer du bist. Wer auch immer du bist, Ehrenmann. Morgen 20, 1 Euro spenden. Nein, Bro. Code ist 5599, Freunde. Wir machen Arena Duo über Spectator Mode. Okay, Freunde? Über Spectator Mode. Bin 30 Minuten weg. Bro, dann sehen wir uns heute nicht mehr. Wir sehen uns ab morgen wieder. Hau rein, mach's gut. Junge, ich dachte, dass du heute mit mir Custom Games machst. Bro, ich lade dich ein. Ich brauche nur noch mal ganz kurz deinen Epic Games Namen, weil dann edit ich dich kurz, okay? Hau mal den Epic Games Namen in den Chat und dann edit ich dich kurz. Boah, Chat, ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Ich bin echt gespannt, wer gewinnen wird. 5599 ist der Code, Arena Duo. Vergesst nicht, Freunde, ich werde jetzt hier über Spectator Mode zuschauen. Also jetzt wird gleich, Freunde, jetzt gibt's hier gleich Let's Fets. Jetzt gibt's hier gleich, Freunde, Let's Fets. Ich hole mir auch ganz kurz nochmal hier den Link von Lowy. Ballern wir den nochmal ein bisschen rein. Ich finde, wer so... Der ist komplett eskaliert, Freunde. Da kann man nichts anderes sagen. Vielen, vielen Dank. Lowy. Und dann ballern wir hier nochmal ganz kurz seinen Link rein. Machen den Chat ein bisschen voll. So, machen wir den Chat ein bisschen voll. Warte. Digga, warum leckt mein Chat jetzt? Hä? Hilfe. Wann startest du? Ja, keine Ahnung, bei 40 Leuten oder so. Checkt ihn gerne mal alle ab, Freunde. Alle mal abchecken.
werde doch mal ganz kurz, warte. Das hat er sich auch. Ja, machen wir gleich, oder? Ja, warte, mach ich jetzt kurz. Ich mache jetzt kurz, Freunde, eine Insta-Story, okay? Ich mache jetzt kurz eine Insta-Story, weil das ist echt krank. Freunde, noch 12 Abonnenten, dann haben wir die 27.600. Dann haben wir heute knapp 60 Abos dazu gewonnen. Das ist fett, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, Freunde. Moment, wo ist es denn? Ist nicht hier? Übersicht. Nee, Anzeigen auch nicht hier. Super, ist doch hier. Bruder, da ist es doch. So, kurz eine Insta-Minster-Story. Was soll ich sagen? Bruder Lovi. Ich küsse doch dein Herz. Heute komplett eskaliert. Schau dir das mal an, das ist nicht normal. Vielen, vielen Dank, Lovi. Kuss geht raus. Digga. Ich mag Kacke 78. Bruder, warum nennst du dich so? Hilfe. Hi Insta. Ah, Bro, du bist leider nicht drauf. Muss aufbauen. Bei, hau rein, Bro. Kacke 78. Kacke 78, Bruder. Rocker Cooper, ich finde dich nicht, Bro. Ich finde dich nicht. Bruder. Bruder von Luda. Kacke und 78. Hey, ich hab dich doch geedet. Vielleicht ein großes K am Anfang. Bruh. K-A-K-E unterstrich 78. Gibt's nicht, Bro. Achso, ich mag Abra. Freunde, kommt schnell rein. 36 Leute sind drin. Bei 40 Leuten schalten mal rein. Cookie, herzlich willkommen, Brudi. Was geht? Ein alter Mod am Start. Ein uralter Mod am Start. Was geht, Cookie? Was geht ab, Cookie? Bro, ja, lass mich. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Alles dank Lovi, Digga. Alles dank Lovi. Lovi hat mich richtig verblödet gerade mit den ganzen Donations, Bruder. Vielen, vielen Dank. Ich weiß echt nicht, mit was ich das verdient habe, Bro. 50 Euro insgesamt gespendet. Also, Bruder. Also, Bruder, wirklich. Vielen, vielen Dank. Können wir gleich zusammen in einer Lobby zusammen spielen? Würde mich super freuen. Marlo, das Ding ist, schau mal, wir machen noch diese Runde. Custom Games mit Spectator Mode. Und danach beende ich den Stream. Also, danach gibt's jetzt heute nichts mehr auf dem Kanal. Aber, Bro, morgen geht's weiter. Und Marlo, wenn du morgen am Start bist, okay? Dann verspreche ich dir, dass du in die Lobby kommst. Ob jetzt bei Skin God ist zum Beschützen oder bei Custom Games, kann ich dir nicht genau versprechen. Aber du wirst reinkommen, okay, Bro? Auf ganz entspannt angelehnt. Diese Reaktion bei den 12 Euro. Bruder, danke. Einfach danke. Was müssen wir für den Skin haben? Ist scheißegal. Ist wirklich scheißegal. Freunde, kommt schnell rein, okay? Es geht gleich los. 36 Leute. Wäre cool, wenn wir vielleicht die 40 hinkriegen. Wenn du aufgehst. Wenn du aufgehst, dann gehe ich on. Perfekt. Code Jovan 5599. Freunde, 5599. Stream morgen, boah, startet gegen 14 Uhr ungefähr. Wie alt bist du? Ich bin 17, Bro. Yotoko CPM. Wo bleibt die Kollektivverlosung? Können wir mal schnell machen. Ja, aber ich würde jetzt gern reinstarten, Bro. Dann würde ich sagen. Ja, wir haben ja einen Code rausgehauen danach. Ja, wir machen vielleicht gleich nochmal eine Kollektivverlosung, okay? Ansonsten machen wir morgen eine, aber dann machen wir doppelt, okay? Statt 50 machen wir 100 EPs für jeden morgen. Am Anfang des Streams, okay? Damit hier nur die Aktiven was abkriegen. Starten wir rein. Boah, Bruder, ich bin gespannt wie ein Bogen, ehrlich. Erstens, wer ist jetzt alles dabei? Soll ich auch in die Runde gehen? Natürlich. Erstens, wer alles dabei ist, bin ich sehr gespannt. Zweitens, Rocker Cooper wird gleich eingeladen. Spielen wir hier mit Rocker Cooper. Beziehungsweise rede ich jetzt mit Rocker Cooper. Bist ein korrekter Typ, genau, deshalb hast du es verdient, die ganzen Raids und die kleinen Donations, die du da gelassen hast. Lovi, du Ehrenmann. So, pass auf, wir laden jetzt erstmal hier die Gruppe einladen. Laden wir erstmal hier den Codefresser ein. Jasmin, genau, das gilt. Verlosung Code, wir machen Just for Fun.
So, Rocker Cooper, hallo? Ich höre dich nicht. Nein, Bro, ich höre dich nicht. Ich muss kurz gucken. Jetzt ist das hier irgendwie aus. War eigentlich Audio aus. Ja, eigentlich müsste ich die. Ich höre dich nicht, Bro. Ich schwöre, ich höre dich nicht. Ah ja, warte, hier vielleicht. Wo ist mein HP links? Da. Jetzt sag mal was. Hallo, 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 hallo. Haha, was geht? Ah, du hörst mich jetzt, okay. Dann kann ich jetzt auch wieder Stream ausmachen. Bruder, ich will gar nicht mit dir reden. Ach so, so ist das. Ja, so ein Ding ist es, ja, ja. Du bist einfach so nervig, weißt du das? Ich bin einer der aktivsten Moderatoren. Ich würde aufpassen, was ja, Bruder, sagst. Ich weiß. Spaß beiseite, was geht? Was geht bei dir? So, warte, wir gucken mal jetzt hier erstmal, wo du bist. Ne, wobei, weißt du was, wir schauen hier erstmal, ja, wobei, Stream-Server will ich aber auch nicht zuschauen, weil dann schenke ich denen Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es ist auch gar keiner am Start. Außer Slixi und Swiffy, ich weiß nicht, was da gerade abging. Anscheinend hat ja der eine gestreamsniped, der andere irgendwie nicht. Ganz, ganz komisches Ding. Aber Freunde, ja, genau. Wir schauen jetzt hier mal Ich mag Kacke 78 zu. Du erklärst mir jetzt einmal ganz kurz, Bro, wie du auf den Namen gekommen bist. Also, boah, das ist so eine lange Story. Willst du wirklich die ganze wissen? Bro, will ich die Story überhaupt wissen? Es ist nicht schlimm, Ja, komm, hau raus. Aber kurz zusammengefasst, innerhalb von 10 Sekunden. Okay, pass auf, ich hab eine Freundin, ne? Und meine Freundin wollte mit mir gerne abends Fortnite spielen. Ich hatte eine Internetsperre drin und deswegen habe ich mir auf dem Handy Fortnite runtergeladen. Hab sie nach einem Epic Games Namen gefragt und sie mir diesen Epic Games Namen gegeben. Ich mag Kacke. 78. Die okay. Hab ich hinten dran gehangen. Okay, Bruder, sehr stark. Wirklich sehr stark. Sehr starke Story. Kurze Info, bei dir ist keiner gelandet. Also du hast echt ein bisschen Freizeit jetzt. Okay. Ist ja richtig geil. Ich kann dir jetzt so richtig Tipps geben, von wo wir jemand kommen, wo jemand ist, gell? Ja, bestimmt. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, würdest du das jemals machen. Doch, Bro, doch. Ich gönn dir. Wir haben lange nicht mehr miteinander gespielt, beziehungsweise ich habe lange nicht mehr mit dir geredet. Schau mal, das unten stimmt. bei Claudi Condon sind zwei Leute. Links bei diesem Zepp, bei diesem Luftballon sind zwei Leute und über dir sind zwei Leute. Aber so ja. Ansonsten. Ja. Das Ding ist, ich habe auch noch ein Team mit, ne? Keine Ahnung. Ja. Aber hier ist gerade ein Fight, deswegen switch ich mal weg. Mach das. Gucken wir mal, was hier passiert. Sein Mate leider down. Von Yotoko. Ui, der läuft runter. Der ist direkt unten. Boah, der gönnt sich auf entspannt. Ganz entspannt dabei ist die Kiste. Kann man machen. Gucken wir mal, wo der da unten ist. Oder gucken wir, wo woanders ein Fight ist. Ja, der kommt hoch. Boah, ei, Chat. Das wird gleich ein Aufeinandertreffen. Der da hier ist direkt hier, Freunde. Schaut mal. Der andere ist direkt unten drunter. Ui. Na, GG. GG an den Kürbis. Schönen Kill gemacht. Oh, ich bin auch mit. Dann gucken wir mal weiter. Wo sonst noch Leute sind? Gucken wir mal. Bei mir ist ein Fight. Bei dir? Okay. Danke für den. Bruder, warte, wo bist du? Ich bin bei da, wo ich vorhin gelandet bin. Bei Shimmering? Noch etwas weiter. Hä, hey, Bruder, wo? Hä? Hey? Unten jetzt in der Wüste, Richtung Wüste. Mein Teammate kommt. Ah, da, ich hab dich. Bruder, ja, ist doch kein Fight. Dein Mate ist doch. Dreh ich nach dort, nach rechts, die schwimmen gerade den See entlang schwimmen die. In die andere Richtung, genau, dort. Ja, Bro, kriegst du nicht, die sind sehr weit weg, egal, lohnt sich nicht. Okay, sind die abgeschossen, weil die haben mich in der Luft abgeschossen, dachte, dass es jetzt ein Fight kommt, aber, nee. Vielen, vielen Dank. Lovi, dankeschön. Wirklich, Lovi, ich küsse dein Herz für den heftigen Support, 50 Euro ist echt nicht... Wenig Geld. Ey, die sind da. Dreh dich um. Geradeaus jetzt, dort, genau. Lauf dort entlang. Bisschen nach rechts. Ja, genau. Die schwimmen See entlang. Also, wenn du See entlang schwimmst, findest du die. Die sind sehr, sehr nah bei dir. Ich. Digga, wie asozial ist das gerade eigentlich? Ich werde sofort Karma bekommen. Christian Rübesamen, moin. Ey, das machen wir nicht mehr, okay? Ich fühl mich ein bisschen scheiße, sag ich dir ehrlich. Wir müssen noch ein bisschen die anderen Fights anschauen. Ui, er gibt ihm schön 122er, Digga. Oh, Alter. GG. Slixi und Swiffy. Swiffy knocked. Boah. Slixi hat es gerade so geschafft, sein Mate, beziehungsweise sein Mate zu retten, ja. Freunde, noch ein Like, dann haben wir 100 Likes, Chat. 100 Likes. Wer hat noch nicht geliked, Freunde? Es gibt bestimmt eine Person, die noch nicht geliked hat. Locker.
Jonas hätte alles voll gelabert. Ja, Bruder. Jonas Legende. Ey, wenn der in die Lobby kommt, der labert mir, als hätte ich gerade eine CD abgespielt mit irgendwelchen Texten, wirklich. Der redet und redet und redet und redet und hört nicht auf. Ich als Streamer weiß nicht mehr, was ich reden soll. Der fängt mit irgendwas ganz random anzureden, Digga. Also er ist richtig Ehrenmann. Immer noch, wie gesagt, deine Raids sind und waren es wert. Ehrenmann. Irgendjemand aus der Community schickt mir die ganze Zeit Beitrittsanfragen. Ha? Immer aus der Community schickt mir die ganze Zeit Beitrittsanfragen. Ah, let's go, Ehrenmann. Aber lass ihn nicht rein. Nicht reinlassen, weil sonst... Nee, alles gut. Nein. Das ist auch nicht böse gemeint, Freunde, aber... da oben, warte, da ist ein Fight. Bei Soccer Fabio. Huch. Ah, nee, die teamen, Digga, wie gottlos. Da teamen drei Leute. Ich da noch am Start. Ich weiß nicht, der hat mir eigentlich gerade oder vorhin auf WhatsApp geschrieben, dass er weg ist. Das war's komplett. Guck mal kurz. Ne, ich glaube nicht. Auch wenn ich noch einen Schlüssel hätte, es wäre der Smash. Egal, dann schreibe ich die mir auf. Oder ich mache kurz ein Foto von denen. Damit die halt Rocker Cooper, wenn die mal irgendwie den Code gewinnen sollten, dass sie den nicht kriegen. Weil ich finde, Stream-Server, die darf man nicht belohnen. Stream-Server, sag ich schon. Teamer auch. Teamer, Stream-Server, alles bodenlos. Die anderen vielleicht auch, wäre ein bisschen unfair. Einmal dieser Haltstopp Andreas. Und der Alan Sweet Pro. Bei mir wollen wir das Gegner. Ich bereite mich dann vor. Was bei den Gegner? Ich bin Rocky Reeds. Die Ecke Rocky Reeds. Wie heißt du nochmal? Kacke, gell? Warte. Digga, wo bist du denn? Da. Der Code von vorhin. Schreib mir mal kurz, Couture, schreib mich mal kurz auf Discord an. Wir klären das dann kurz nach dem Stream, okay? Ist besser, als wenn wir da jetzt hier rumkommunizieren über den Chat. Wir klären es aber schnell nach dem Stream und ja. Für mich so unwohl dabei, die gerade zu pushen, das glaubst du gar nicht. Tschüss, Lovi, mach's gut, Bro. Cool, dass du dabei warst. Den ich gewonnen habe. Yeah, Bro. Schreib mir einfach kurz auf Insta. Auf Discord. Insta hast du ja gar nicht. Da ist was los bei Wolfi. Wolfi gerade mit 5 HP am Sweaten, Digga. Oh no. Das war's komplett. GG. Elias One, der Mate lebt noch. Ich schreib die gleich. Perfekt. Das ist aber ein bisschen abgehauen. Bruder, da ist ein Fight. Da gibt's jetzt gleich ein Let's Fetz. Bei Zockerwatte. Spielen wir gleich Single. Das Bro, nach der Runde. Ist der Stream tatsächlich auch schon aus? Jo, wa? Ha? Du hast Schule, ne? Ne, ich hab Schule, ja. Ja, cool. Oder ich hab heute Deutscharbeit geschrieben. Wir mussten einen Text interpretieren. Oh, warte, hier ist gerade ein Fight. Interpretation. Oh. 3 Stunden lang, also 4 Schulstunden haben wir geschrieben. Hast du eben schon erzählt, ja. Ja, Bro, wer weiß. Ich weiß nicht, ob du am Start warst. Als ich das erzählt hab, Digga, wie hat der den jetzt... Hä? What the heck? Wie hat der den denn gekriegt, Junge? Schade. Bruder, was macht der denn gerade? Der hat gerade richtig gute Chancen eigentlich. Rocker Cooper, was sagst du so als Semi-Fußball-Fan? Wer gewinnt die WM? Boah, ich habe so keine Ahnung. Ich habe schon meine Klasse gefragt, weil die sind alle Fußballprofis, aber ich habe keine Ahnung. Das heißt, du weißt nicht, wer gewinnen wird? Natürlich Japan. Japan, Digga. Ich hab so keine Ahnung. Wahrscheinlich, Bruder, wahrscheinlich. Die sind okay. Überhaupt dabei? Ach, absolut keine Ahnung. Ich hab den Undercover-Beschützer von eben. Wie random, Digga. Wie du dich auch noch freust, dass du den Undercover-Beschützer tötest, Bruder. Ich war ja selber einer. Okay. Bruder, was sagst du? Also jetzt gewinnt die WM. Was? Nein, was sagst du? Deutschland, haben die gute Chancen, nicht so gute. Hab keine Ahnung, letzte WM, weil der gegen Korea raus. Ja, das war peinlich.
ich habe auch gewusst, dass das. Ey Bruder, Digga, jeder lacht mich aus. Jeder lacht mich aus, aber vertraut mir doch einmal, Serbien kommt ins Finale. Ja, Serbien, ja. Keine Ahnung, ich kenne Serbien nicht so. Bruder, die waren immer scheiße, die hatten immer ein schwaches Team, aber das, dieses Jahr ist das erste Jahr, dass ich wirklich sagen würde, oh, die haben so ein großes Potenzial. Gegner bei dir? Ja, ja. Oh Gott, sind die gut. Ugly Joe. Oh, warum hast du ihm keinen Headshot gegeben, ha? Mein Papa hat ihn irgendwie geschossen. Was denn du machen? Warum hast du nichts Headshot gegeben? Das liegt daran alles, weil du... Bruder, das waren Swiffy und Slixy, gegen die kann man nichts machen. Boah, da kommt's gleich zu einem Fight. Alter, oh mein Gott, da kommt's gleich zu einem Fight. Darauf habe ich Bock. Wo bist du, bei wem? Ha? Wem schaust du gerade zu? Janne 878. Schreib im Stream, glaub mir. Da gibt's jetzt gleich geile Fights. Okay. Kann ich machen. Da kommen gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. What the shit, Digga. Alter, okay, die zwei hauen ab. 6 Leute sind jetzt an einem Ort. 6 Leute sind an einem Ort, Bruder. Was wird das jetzt für ein Fight? Und zwei mischen sich von der Seite ein, Alter. Nein. Ja, Kotoyoya, oder? Ja, war Kotoyoya. Ja. Komm, Drohne frei. Nein, Digga, was mach ich? Ey. Einfach ganz den Fight verpasst, Digga. Man kennt ihn. Immer wird das eine Runde rausgeschmissen in der Arena, stimmt. Einfach ganz den Fight verpasst. Ich wollte hier schön auf Spectator-Mode hier machen mit dieser Drohne. Einfach ganz den Fight verpasst. Let's go. Da, oh mein Gott. Swiffy und Slixy mischen sich ein. Boah. Gibt ihm den Hit. Kann ich Gameplay machen? Warte. Swiffy, da bist du doch. Gameplay. Der geht zu seinem Mate in die Zone, Digga. Das nennt man wirklich eine... Oh mein Gott, Bruder. Roger Cooper, was geht hier gerade ab? Ich hab... Das ist so eine fette Verzögerung. Bruder, was ist das gerade für ein Fight? In der Zone? Ja, der ist einfach in der Zone, der Fight. Das ist ein Zone-Fight, das ist Zone Wars. Chat, wir spielen gerade Zone Wars. Aber im Battle Royale. Aber im Battle Royale, ja. Und das passiert in Klammern, sehr spannend. Oh, Digga. 77, 76, 75. Eieieiei. Boah, Alter. Ja, das gibt's ehrlich nicht. Aber es haben, glaube ich, beide Parteien überlebt. Oh mein Gott, der kriegt noch einen Hit, oder? Naja, der hat keinen... Oh mein Gott, Digga. Die bleiben in der Zone. Die bleiben einfach... Digga, das gibt es nicht. Kotoyoya und Arian. Die haben beide aber auch noch genug Leben, also. Am Leben liegt's jetzt nicht. Aber Bruder, die Zone, die wird halt immer kleiner und macht immer mehr Damage, also. Ob das jetzt so schlau ist, da jetzt noch lange zu verweilen, ich weiß es ehrlich nicht. Was? Was hast du gesagt, Bro? Achso, wie viel Damage macht die Zone? Zone macht schon Damage. Wie viel genau? Ich glaube. Oh mein Gott, er hat Swiffy! Alter! Kotoyoya holt sich Swiffy. Ne, Rezama Arian, Digga, sorry. Ne, Kotoyoya war's. Alles gut, Dr. Krabs. Slixy 5 HP, aber er ist in der Zone, Digga. Er hat es einfach geschafft, mit 5 HP in die Zone zu kommen, Bruder. 5 HP und 50 Schild, Digga. Wenn er den jetzt sniped, oh mein Gott. Er hat ihm den Hit gegeben. Einfach Rache, dass er seinen Mate getötet hat. Jovan, was hast du, wer gewinnt? Ha? Was glaubst du, wer gewinnt? Ich glaube... Ah, Bruder, ich sag dir ehrlich, Kotoyoya, Rezama, Arian, sehr gute Chancen. Okay, was hättest du? Aber ich keine Ahnung, Tokyo Leonard, Bruder. Der hat auch gute Chancen. Der ist auch richtig gut. Ah, der hat seinen Namen geändert, kann es sein? Zu Tokyo Leibe, gell? Nee, bei mir ist er eben noch Tokyo Leonard. Bei mir auch, aber jetzt heißt er Tokyo Leibe, glaube ich. Oder es gibt zwei Leute, die so heißen. Ich glaube, der wollte Tokyo Liebe schreiben, es war aber vergeben, deswegen Tokyo Leibe. Oh, okay. Wahrscheinlich. Ist nur eine Vermutung. Ey Bruder, aber ehrlich, GG, wann machst du Streaming? Das morgen wieder, Bruder, morgen. Oh, warte, das ist ein Fight, Digga, den darf ich nicht verpassen.
Achso, nee, Tokyo Line lebt auch noch, bruh. Achso, das sind zwei verschiedene, Tokyo Line und Tokyo Line. Ah, jetzt hab ich's. Ah, Irid, der Crackhead. Bruder, was sagst du, bin ich ein Crackhead? Ja, safe. Ja, safe. Allein, dass ich schon so lange warten muss, bis du mir endlich mal auf Discord antwortest. Wegen dem Discord-Server. Ah, Bruder, Discord ist immer ganz kritisch. Also, Instagram aber. Ja, wobei, Instagram bin ich schon. Naja, das geht auch. Ja, Bruder, wenn ich halt sehe, du sendest mir, send mir doch mal bitte eine Nachricht, okay? Du sendest mir immer eine Sprachnachricht, die geht eine Minute lang. Ja, wenn ich dir schreiben würde, der Text wäre länger als Skelettanalyse. Ja, Bruder, egal. Ja, okay, das ist, wenn du wirklich einen Roman lesen willst, mit 5 Seiten, Digga. Ja, warum nicht? Oha. Das kommt nächste Woche bei dir in Deutschunterricht, musst du eine Aufgabe von mir vorlesen. Ah, Bruder, warum musst du immer reinscheißen? Ich hab nächste Woche Ferien. Du hast Ferien? Erst ja, nächste Woche. Erst nächste Woche? Was so spät? Ja, ja. Ich hab schon... Warum gibt dem nur ein 36er-Hit? Nochmal ein 35er. Ja, ich glaube, Lennart wird den Fight nicht gewinnen, weil gerade einfach Epic Games bzw. Fortnite komplett gegen ihn ist. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich Viertel Asiate bin? Was? Habt ihr schon mal gesagt, dass ich asiatische Herstammung habe? Was für ein asiatisches Ding? Ich habe asiatische Herstammung. Herstammung? Ja, also ich komme total aus Asien. Okay. Habt ihr schon mal gesagt? Nee, warte, hier ist gerade ein richtig geiler Fight. Ja, das ist ja. Alter. Nein, Digga, Tokyo Leonard. Nein, von der Seite. Ja, keine Chance. GG. Ja, ich glaub, Sieger stehen fest. Aber ich möchte jetzt die anderen natürlich auch nicht disrespekten. Aber man weiß nie, Bruder. Man weiß nie. Es kann auch alles passieren. Control, ich danke dir für dein Abo. Danke, Control. Heute kein Skinless mehr. Bruder, ich glaube, Kotoya und Rezama, die machen das, oder was sagst du? Kann sein. Warte, gerade Kassen, wenn es yes, was love? Bruder, was ein cooler Name, was, Lava? DSDS wartet auf dich. Bruder, das war das Europa League Intro, was Barca jetzt hören wird. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. Ah, Bruder. Ich weiß nicht mal, wo Messi spielt. Bruder, aber hast du meinen Stadionblog gesehen? Ja, natürlich hab ich den gesehen. Sowas nennt man Support, war der gut? Ja, der war richtig, ich hab darauf gewartet auf dieses Video. Echt? Oha. Ja, ich hab in jeder Scheibe kontrolliert, ob ich dich irgendwo sehen kann, aber. Bruder, aber sei ehrlich, auch die Qualität und so war echt ganz gut. Aber war auch richtig gut geschnitten. Echt? Boah. Ja. Ich dachte, der Schnitt ist das Schlechteste, weißt du warum? Nee, ich fand den richtig gut. Ich hab das Ganze einmal im Vorhinein auf dem Handy geschnitten, weil die Datei war zu groß, dass ich die auf dem PC ziehe. Das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich das auf dem Handy geschnitten und dann habe ich das irgendwie auf dem PC gekriegt und dann auf dem PC habe ich Musik und alles hinterlegt. Okay. Aber, Bruder, wenn es dir echt so sehr gefallen hat, ja nicht nur dir, es hat auch anderen Leuten sehr gefallen, ich bin bald wieder in der Allianz Arena im Achtelfinale irgendwann. Das wird so geil. Ich warte auf, dass du wieder einen Vlog machst. Boah, ist er so geil, wirklich. Ist er so krank. Das sah aber auch lecker aus, da diese Brezel und alles. Boah, aber... Ja, die Brezel hätte ich gerne gesnackt, wirklich. Aber ich hab mir dann... Ey, ohne Scheiß. Diese Wurst in der Allianz Arena, Freunde. An alle, die gerade am Start sind. Macht ihr gleich so eine Control, wir machen heute nichts mehr. Diese Wurst in der Allianz Arena. Die Pfefferwurst, oder wie man sie heißt. Ich hab zwar die leckerste Wurst, die ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Ich habe zwei weggefetzt. Zwei. Wie groß sind die? Bruder, so lecker, ha? Wie groß sind die? Die sind schon relativ groß. Und sie kosten in Anführungszeichen nur, also ich finde für einen Stadionbesuch ist nicht viel, 5 Euro kostet die. Und das ist echt okay eigentlich. Das geht. Das geht echt fit. Also ich hätte eigentlich schon mit 7, 8 Euro gerechnet pro Wurst, aber 5 Euro ist echt okay. Ich habe zwei weggefetzt. Mein Dad konnte nach einer schon nicht mehr. Ich habe einfach zwei gefetzt. Richtig lecker, wirklich. Sehr geil. Willst du vielleicht noch schnell Mommy One machen? So? Und das nächste Mal hole ich 3 Stück. Okay? Bring eine mit. Ich soll dir eine mitbringen? Ja, nach Hamburg. Ja, Bruder. Komm auch Allianz Arena, dann treffen wir uns. Das
bisschen schwer, unten nach München runterzukommen. Und dann musst du dir noch ein Ticket besorgen für 300 Euro. Wie schwer schon ist, runter zu meiner Freundin zu kommen. Ey, aber ich hatte, warte kurz, ich hatte so fett Glück, dass ich diesen einen Abonnenten getroffen habe, der mir die Ticket für den Originalpreis verkauft hat. Digga, nochmal, Kuss geht raus an den Ehrenbruder. Der hat mir ein Ticket für 80 Euro verkauft. Der ganz normale Preis. Kuss. Johann? Ja? Sorry. Hast du noch Lust auf ein 1 gegen 1 bis 3 oder so? Auch gleich? Boah, ein 1 gegen 1. Püh. So, 5 Minuten. Leute sehen nicht länger live. 5 Minuten. Bruder, pass auf, okay? Okay. Ich bin gerade auf diesem Custom Spectator Account, wie auch immer. Die hab ich vergessen. Nein, wir machen es einfach so. Machen wir morgen direkt am Anfang, okay? Bist du am Anfang direkt da? Boah, wann streamst du? Keine Ahnung, 14 Uhr ungefähr. Boah, dann müsste ich gerade zu Hause angekommen sein. Ja, dann vielleicht mache ich später 14:30, okay? Aber dann bist du auf jeden Fall da, oder? Ja, dann müsste ich da sein, ja. Ja, easy. Dann machen wir direkt am Anfang 3 Runden lang und danach fange ich. Morgen kann ich gar nicht. Ah, bruh. Morgen bin ich mit Freunden im Kino. Kannst du am Samstag? Samstag kann ich. Ja, easy. Dann machen wir am Samstag am Anfang. Aber am Samstag bin ich früh live, also sei da früh am Start. Ja. Perfekt. Welchen Film schaust du? Black L. Black, oh, der ist cool, denn da habe ich den Trailer von gesehen. Ja, ja. Der ist richtig cool. Das ist der mit The Rock, gell? Genau. Ja, ja, der ist echt cool. Schau dir Smile an. Wollte ich machen. Habe ich mir den Trailer angeschaut, ich fand den irgendwie null gruselig, den Trailer. Der ist an sich, Smile, der Film, der ist an sich. In meinen Augen eine 9,2 von 10. Er ist echt ein guter Film, interessant und so. Aber der ist nicht so, wie ganz TikTok sagt, dass man in Ohnmacht fliegt. Also, das ist Schwachsinn. Es ist auf Google, wo mir wieder sowas vorgeschlagen, so ein Post, so Leute fallen in Ohnmacht. Nein, Bruder, das ist so eine große Lüge. GG. Ich hab mir auch Halloween angeschaut im Kino, der neue Teil. Halloween Ends, so ein guter Film. Also, das war echt fast schon eine 10 von 10. Er war nicht gruselig, gar nicht gruselig. An vielleicht zwei Stellen war er ein bisschen gruselig. Er war einfach brutal. Also an sich brutal. Da sind Sachen passiert so. Da wurden die Leute in dem Film gefoltert. Das kann ich dir nicht vorstellen. Bist du am Montag live? Am Montag? Ja, ich bin die ganze Woche live. Ich muss nur gucken wie, weil wie gesagt, ich habe ja Fahrschule die ganze nächste Woche. Oh, mein Vater hat auch gerade Fahrschule. Echt? Warte, ich mach's mal. Warte, Führerschein oder? Genau, Führerschein. Aber Auto oder was anderes? Auto, ja genau. Ah ja, okay, cool. Interessant. Ich habe die ganze nächste Woche Fahrschule. Danke für ein Abo, Ben Seditz. Kuss geht raus, Ehrenmann. Freunde, heute keine Runde mehr, okay? Wir können nur runterschießen, sonst nichts, aber GG. Ja, GG. Immer positiv bleiben, Bro. Ich wünsche viel Glück bei deiner Fahrschule, ne? Ehrenmann. Ja, Bruder, ich schreibe ja noch keinen Test. Ich bin ja eine Woche erst beim Theorieunterricht. Ja, genau, erstmal Theorie. Genau, und dann schreibe ich übernächste Woche. Also ich probiere nächste Woche Theorie und übernächste Woche gehe ich dann direkt in die Prüfung. Das erste Mal. Guck mal, vielleicht schaffe ich es das erste Mal, aber ich werde mich nur vorbereiten. Ich werde die Fragen lernen und alles mögliche. Mach aber keine Fehler von mir. Bruder, keine Angst. Digga, GG. Ich glaube, das war's. Ryzen Sky und TT Bastian, Bruder. Die beiden. Tokyo Live ist tot. Wo ist denn der andere? Ach, da oben. Oh mein Gott, der hat ja den richtigen Highground. Der hat mal hier guten Highground. Du kannst auch rauszoomen mit deiner Maus. Alles gut, ja, ich weiß. Kann ich diese Brennweite kleiner und größer machen? Ja. Bruder, oh, er gibt ihm noch den Hit. Bruder, was? Alter, ja, Bruder. Wenn der. Noch wo sind denn die jetzt? Hallo? Ach, da. Einfach gerade wieder den Fight verloren. Bruder. Ah. Einer down. Und Travis gewinnt. Digga, TikTok Bastian. Oder soll es TikTok heißen? Nicht, dass ich ihn jetzt beleidigt habe, wenn er kein TikTok mag. Dann TT Bastian und Ryzen Sky. Fettes GG. Travis und hier dieser Shadow Skin. Alter. Da war aber knapp. Beide hatten 7 Kills. Kannst du mal gucken? Ja, kann ich machen. 7 Kills. Digga, Coco 7 Kills. Arian 7 Kills. Digga, die haben gefühlt ganze Lobby. Ey, GG an euch beiden und GG an Arian und dann Couture auch. Muss man auch erstmal schaffen, so viele Kills, Bruder. Ist nicht wenig. Bruder.
Rocker Cooper. Ja. Du Ehrenmann, ja. Korrekt, dass du dabei warst. Ja, das ist kein Ding. Ich bin so oder so immer dabei. Ehrenmann. Wir hören uns am Samstag und machen dann 1v1. Ja. Yalla, goodbye. Ciao. Ciao. Freunde, danke für den geilen Stream. Es war sehr, 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 sehr nice. Nochmal speziellen Dank an Lovi, der heute 50 Euro insgesamt gespendet hat. Digga, das ist echt nicht normal. Kutuyoya, melde dich bei Instagram. Ich schreibe dir gleich zurück, gleich sofort. Wann gibst du mir die Owner-Rolle auf DC? Schreib mir auf Discord. Schreib mich jetzt sofort an, weil ich bin gleich eher auf Discord wegen Kutuyoya. Freunde, macht's gut. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin morgen wieder live ab 13, 14 Uhr. Wir sehen uns morgen. Ciao. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah, yeah. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah, yeah. Baby, if you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah, lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciaga. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang. I've been shattered with a thing. I've been rolling with the same shawty. Ayy, I ain't capping every lane. Ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah, lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciaga. Yeah, I'm living with no stress, no, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang. I've been shattered with a thing. I've been rolling with the same shawty. Ayy, I ain't capping every lane. Ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah.
yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shattered with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shattered with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, man, nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna knock on top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shattered with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, man, nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, in my Beamer, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later.
Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Always out of Molly, you ain't really gotta talk.
fight, so like, why you tryna stop me? Yeah, hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me. What? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop you. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shot with a thing, I've been rolling with the same shawty. Hey, I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game, shawty wanna make it rain. Yeah, man. Yes, I, out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine. Yeah, if you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah, lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like, why you tryna stop me? Yeah, hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop you. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shelter with a thing, I've been rolling with the same shawty. Ayy, I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game, shawty wanna make it rain. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Yeah, lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like, why you tryna stop me? Yeah, hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Quit the plot and I'ma stop you. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shelter with a thing, I've been rolling with the same shawty. Ayy, I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game, shawty wanna make it rain, yeah, man. Yes, I, out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer, I'm a racer, yeah. Oh, yes, I.
Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Little shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Couple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop you. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shot with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shelter with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer. I'm a racer, yeah. Lil shawty, always out of molly. You ain't really gotta talk, so like why you tryna stop me, yeah. Hey, nobody finna come and body me. I know what you want, but you ain't gonna come top me, what? Yeah, I gotta check, I'm finna cop Balenciagas. Yeah, I'm living with no stress, I don't gotta carry choppers. Purple Corvette, now I'm riding with your daughter. Gucci camo vest, quit the plot and I'ma stop ya. Yeah, I've been riding with a gang, I've been shelter with a thing. I've been rolling with the same shawty, ayy. I ain't capping every lane, ain't nobody stop my game. Shawty wanna make it rain with me. Yes, I
out of ice, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper, guap in my Beamer, in my Beamer, yeah, yeah.